Hi ihr Dudes, ich bin hier mit dem lieben Brian. Hallo Brian. Hallo. Thanks for having you here. Thank you for having me. So, wir malen heute, also ich male heute logischerweise an meiner kleinen Challenge weiter, ist ja klar. Ich bin, wie man so schön sehen kann, einfach absolut null weiter. Habe ich ja schon prophezeit am Sonntag, dass ich einfach keine Zeit haben werde. Ich muss sagen, so langsam geht mir auch echt die Flatter, was die Challenge angeht. Weil ich mir denke, oh Gott, ich vertrödel hier so viel Zeit mit allem drum und dran, aber es ist wirklich schlimm. Aber ich freue mich, dass du heute da bist, weil wir machen ein bisschen was zum Thema Highlighten. Ich habe ja hier schon meine tollen Dinge angefangen und also den Aufbau von der Kutsche. Ich muss echt aufhören, Dinger zu sagen. Yeah! Und da habe ich gedacht, da habe ich natürlich nur auf Brian gewartet. Deshalb habe ich wollte es liegen lassen. Damit du was dazu sagen kannst. Ja. Genau, und jetzt highlighten wir und trockenbürsten heute sogar. Das heißt, wir machen voll geilen Stuff. Tipps und Tricks. Okay, so, ich guck mal kurz auf den Chat. Wunderbar, es sind schon ein paar Leute da. Und ich sehe gerade, dass man die Kamera vielleicht noch ein ganz kleines Stückchen nach links drehen könnte. Also definitiv mehr von der wunderschönen Frau als ich. Ja. Ach, da. You're beautiful too. Yes, we are both beautiful. We are both beautiful brush swingers. Okay, genug der Selbstbeweihräucherung. Wir fangen an. Really? Just right like that? Yes. Just like that. Preferred English or German? My channel is both, so... As you wish. Okay. My channel, and since we are here today, and my channel is usually just a little bit of Pippchen, Hübchen, and Whiskey. Yes. Wir haben den Channel übrigens verlinkt, also beziehungsweise nice, wir haben das Logo eingefügt und wir haben, guck mal hier, siehst du es ja, ne? Hier unten ist sozusagen der Twitch und das Logo. I cannot drink today because I am driving. Yes, yes, don't drink and drive. I brought you a thank you gift for inviting me over. Oh my god, so, thanks. You can share with the operator if you'd like, or yes, okay. You can drink it on your own. Yeah. And it's gone. But like I said, cool. I drink and paint, as you know, and a lot of people Yeah, of course. So I thought, if you having me over for the first time, I'll bring you a little something nice. Yeah, wir haben schon gesagt, dass wir das vielleicht mal öfter machen wollen. Also, dass ich vielleicht auch mal zu dir komme. Gerne. Und wir dann malen und einfach so ein bisschen was erklären. Weil ich muss dazu sagen, ich bin ja tatsächlich noch nicht so lange im Hobby. Das habt ihr ja sicher mitbekommen, als ich mit Jumbo auch hier gehockt habe und halt mal so, ne? Ich fange damit sozusagen erst an. Wie lange bist du im Hobby? Meine erste Miniatur habe ich gemalt mit 13. Okay. So, aber immer wieder mit, also Pubertät ist irgendwann umgetroffen, dann waren Mädels und interessante Figuren. dann habe ich wieder aufgehört, dann mit 20 wieder angefangen, bis ungefähr 25. Dann so bis 28 mal andere Sachen gemacht und dann mit 30 dann, also jetzt letzte 9 Jahre mal am Stück. Dann, aber so ein bisschen, ich bin Opa. Ja, das ist doch eine Menge Zeit. Also, ja, Opa, ne? Das ist ja... When it comes to painting, yeah, I've been around a little bit. Ja, der Brian macht total abgefahrenen Scheiß auf seinem Kanal. Also, beim Brian kann man nämlich auch Workshops machen. Ich hab's ja schon mal gesagt, der macht dann so irres Zeug. Wie zum Beispiel hier, das habe ich mal bei ihm in einem Workshop gemacht, so Base-Gestaltung mit echtem Holz und stuff you find everywhere und so. Mhm. Also, es ist wirklich irre. Und es lohnt sich echt, da mal hinzugehen. Mhm. Yeah. Okay, gut. Also, fangen wir doch mal an, wirklich für jemanden, der es einfach noch nie gemacht hat. Ne? Ich habe jetzt hier meinen Aufsatz von der Kutsche. Also es ist ja nicht der Sargdeckel, sondern es ist halt einfach, das hier ist sozusagen das Innere der Kutsche. Und genau, das will ich jetzt... Ich fange mit dem Holz an. Ich fange mit Trockenbürsten an, weil wir eben es von Trockenbürsten hatten. Und ich würde jetzt einfach hergehen und würde meinen Gotha Brown nehmen und würde das auf die Palette geben, was ja eigentlich Quatsch ist, weil eigentlich kann ich auch einfach rausdippen und dann mit dem Zebra, ne? Ja, siehst du mal, das ist die Aufregung. So excited you're here now. Getting dizzy. You're allowed to have a sheltered moment. Wenn du das erst, wenn du jetzt trockenbürstest, welche Farbe hast du als Grundton benutzt? Ich habe als Grundton Dried Bark benutzt. Okay. Dann hast du einen Mittelton?
Dann habe ich... Geschadet? Oh, ich weiß gerade gar nicht, ob ich geschadet habe. Oder... Doch, ich habe geschadet. Okay. Doch, ich habe geschadet. Mit was hast du geschadet? Mit entweder Reckland Flash Shade oder mit Arcrax Earth Shade. Okay. Einen von beidem auf okay. jeden Fall. Wobei, I'm not sure right now. Jetzt hast du deinen Mittelton schon gewählt? Ja. Und deinen Highlight-Ton? Oder ganz krass sogar. Ich hab's leider, glaube ich, nicht mitgebracht. Vielleicht habe ich's. Es gibt ein sehr Durchschnitt alter Dry Brush Paint von GW mit so weiße Deckel. Ah ja, Dry Brush Paints habe ich leider nicht so viele. Habe ich auch, glaube ich, nicht dabei, also mitgebracht heute. Aber da kommen wir, klar mit, das was du hast. Okay, gut. So. Supi, also gehen wir mal davon aus, dass jetzt halt geschadet wurde. Ich bin mir jetzt selber nicht sicher. Hier ist auf jeden Fall nicht geschadet, das sehe ich jetzt schon. Okay. So. Würde ich vielleicht auf den groben anfangen, vor du jetzt mit der kleinen... Das kann ich machen, dann kann ich dir, muss ich dir aber tatsächlich auch erstmal shaden. Weißt du was, ich mache folgendes. Ich shade erstmal hier so ein bisschen und lasse es ein bisschen trocknen, beziehungsweise gehe vielleicht sogar mit dem Föhn ein bisschen drüber und dann mache ich. Hast du den Föhn da? Ja, auf jeden Fall. Beziehungsweise ich kann auch einfach, ich gehe einfach rüber ins Badezimmer. So, okay. Also, vielleicht eine kurze Erklärung zum Trockenbürsten. Trockenbürsten habe ich ja schon mal so ein bisschen erwähnt, dass man halt einfach mit einem Pinsel hingeht, Farbe aufnimmt, das dann so abstreift und dann einfach drüber geht, dass sich das so in die Rillen, Quatsch, in die, auf die Erhebungen setzt, so rum. Und dann ist das sozusagen so ein bisschen, also wir haben ja gesagt, dass Shade Talent in a Box ist. Hilfreich, ja. Sehr hilfreich. Und Trockenbürsten ist, funktioniert ähnlich. Das heißt, man muss schon auf ein paar Sachen achten, aber wenn man jetzt noch nicht so erfahren ist, kann man hier also einfach wirklich auch, wie ich immer so schön sage, einsauen. Ja. Ja. So, ich lasse mir sowieso schon die ganze Zeit immer so viel Zeit mit allem und verkünstle mich voll. Von daher, ich, damit muss ich. Das, was ich immer wieder sage, Schluss auch in meinen Channel oder in Workshops, ich male wie Barbecue. Low and slow. Ja. Also, das ist ein Grund, warum ich niemals einen fertigen Armee habe. I take too much time on the little things. So. Also ich gehe jetzt einfach her und shade das einfach so ein bisschen. Selbstverständlich immer, bitte. Sau den Pinsel richtig in. Ja. Und jetzt gehen wir dran. Und jetzt verteile ich es. Da muss ich nicht 5-6 Mal immer wieder zurück, sondern du kannst das jetzt komplett rüberziehen bis und immer vom Shade in den trockenen Bereich ziehen. Also du hast jetzt hier ein Puddle gemacht gehabt und jetzt ziehe ich das halt raus. So hast du halt... Also auch sozusagen, also hier jetzt mit der Maserung gehen sozusagen. Genau, weil du willst ja in die Vertiefung rein. Ja. Seht ihr, da ist mein Sauen schon dahin. Kannst du rumsauen, wie du willst. Beim Shade passiert nicht wirklich viel. You're always allowed to make happy mistakes. Ah ja, okay, ich sehe schon, das ist tatsächlich, ja, okay. Ja, makes a difference. Das sind so Kleinigkeiten, die man einfach so mit der Zeit erst mitkriegt. Malen, Fehler machen, lernen, das ist immer, also... Es ist egal, welchen Hobby du hast, ob Sport, ob Malen, ob Singen, ob Tanzen. Du wirst immer wieder Fehler machen und du wirst immer von Fehlern lernen. Und as long as they're happy mistakes, like I said, there's pretty much almost nothing you can't fix with paint. Und Geduld. Ja, Geduld ist tatsächlich sowas, ich habe es ja schon mal gesagt, damit wieder einen lieben Gruß an meinen Arbeitskollegen Tobi. Ich hoffe, dass ich wieder mehr Geduld bekomme durch dieses Hobby, weil es ist tatsächlich so, ich habe es schon mal gesagt, man wird auf einmal ruhiger. Du bist nicht ruhiger. Geduldig, so kenne ich dich gar nicht. Also nicht geduldig, ich kenne dich nur geduldig. Echt ja, jetzt? Ich kenne dich jetzt nicht anders. Oh Gott, das ist so lustig, weil das sagt...
der Markus auch immer über mich und meine Mutter, ich habe dir das erzählt, oder auch Jumbo oder auch Jochen, lachen sich bei sowas halt immer, übrigens Operator auch wieder hinten im Hintergrund. Operator am Start. Lachen sich da regelmäßig kaputt, wenn die Leute sagen, ich sei geduldig. Weil ich bin wirklich nicht geduldig. Then you're definitely doing the wrong hobby. it's definitely... Das ist richtig, aber ich werde tatsächlich geduldiger und ordentlicher vor allem. Das ist krass. Also ich merke, wenn ich wirklich viel am Malen bin, dann fange ich an, Sachen aufzuräumen. Zu ordnen, alles ordentlich zu machen und so. Sachen dahin zu räumen, wo man sie rausgeholt hat. Sehr wichtig. Und also Stuff halt. Sehr, sehr, sehr wichtig. Ah, genau, stimmt. Ich hatte das Holz tatsächlich hier noch nicht geschadet, weil ich nämlich das Metall erst gemacht hatte und dann keinen Bock mehr hatte. Das soll vorkommen. Das war in der letzten Zeit wirklich, da muss ich echt sagen, es war in der letzten Zeit echt schlimm mit meiner Einstellung zum Thema Malen, weil ich wirklich, ich hatte irgendwie, weiß nicht, dann war die Woche so schwierig mit Arbeit und du kommst heim und dann denkst du dir so, oh nee, ich setze mich jetzt noch hin und mal, aber eigentlich weiß ich, dass es mich entspannt, aber irgendwie habe ich dann doch keine Lust und dann ist da die Couch und der Fernseher und dann war es das mit Malen. Das ist der Grund, warum ich, wenn du bei mir vorbeikommst in der Keller, habe ich einen Monitor genau an meinem Tisch. Mhm. Dann kann ich mal einen Film laufen lassen oder irgendwas halt, wo mich halt ein bisschen abschaltet. Das habe ich und im Winter dann, gemacht. Das hilft ungemein. Das ist tatsächlich so. Das ist der Hammer. Wenn du hergehst und... Also ich habe alle drei Teile Iron Man geguckt und dabei meinen Lord Executioner bemalt. Oh, okay. Das war toll. Was war der Lieblingsteil? Schwierig. Also der erste ist natürlich einfach deshalb der Hammer, weil es halt irgendwo der erste ist und weil... Dann gehst du weg, hier die Fruchtfliegen kommen. Weil der erste Teil ist halt einfach episch, wenn er aus dieser Höhle rauskommt. Zockt Brian denn wieder was im Moment? Zocken Tabletop-mäßig oder Computer? Ich gehe davon aus, dass irgendwas Tabletop-mäßig ist. Und ja, Danny, 20 Uhr ist bei uns ein bisschen früh, das stimmt, aber wir haben einfach vorhin gesagt, wir fangen jetzt an. Ja, es ist ohne die Woche, ne? Zocken, Tabletop. Also momentan, wo ich aktiv, mache ich mit Anführungszeichen, Shadespire, zocke ich, weil ich das zu Hause mit zwei Mann schnell gespielt kriege. Aktiv jetzt große Tabletop, nee. Ich war, glaube ich, noch nie so richtig aktiv, außer bei Malifaux. Und jetzt gibt es auch eine neue Edition von Malifaux, da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Vor allen Dingen, mein Lieblingscrew ist jetzt weg. Der gibt es nicht mehr offiziell oder kann ich nicht mehr offiziell spielen. Also aktiv irgendwas. Mich reizt momentan Song of Ice and Fire. Oh ja. Das reizt mich momentan. Ja. Aber so aktiv nix im Moment, Jumbo. Ich krieg's nicht mal hin, bei euch in der Runde zu spielen. Erinnerst du dich noch an die Runde mit Jens, die wir ja eigentlich auch noch haben? Ja, stimmt, stimmt. Jens, ha? Ogre, ja, noch Zwerg. Richtig, der gefühlt drauf seit drei Jahrhunderten kacken ist. Lalalala. Ach, du aber, also ich bin momentan eher sehr aktiv im RPG-Bereich. Ich bin momentan in drei oder vier verschiedene RPG-Spiele aktiv, also gerade Dungeons & Dragons, dann How to Be a Hero. Nur leider im Moment bin ich der einzige Spielleiter und das ändert sich vielleicht aber am Wochenende, wo ich dann aktiv wirklich wieder spielen kann. Also Spiele aktiv momentan sehr wenig, Spielleiten umso mehr. Da kann der Jumbo auch ein Liedchen von singen. Ich ja, Jumbo ist auch bei mir in die kleine Gruppe, aber nur Jumbo hat nie Zeit zum Spielen. Hä? Der sagte mal, dass er... Er hat einen Char. Er hat einen Char bei mir in der D&D-Gruppe. Ja, und wir spielen alle drei Wochen freitags
Das weiß der Jumbo-Lein. Und der Jumbo-Lein ist auch in der Gruppe. Jumbo? Aber Jumbo kommt nie zum Spielen. Jumbo? Hast du gehört? Ja, das sagt er immer mit fadenscheinigen Gründen. Der sagt immer mit fadenscheinigen Gründen ab. Yes! Okay, heute ist im Chat ziemlich was los. Ja. Hallo Chat! Okay, also der Björn sagt, ja, der sagt immer mit fadenscheinigen Gründen ab, also es geht Richtung Jumbo. Okay. Und Jumbo sagt gar nicht. Aber ich glaube auch, der Jumbo ist nämlich so einer. Ja, er hat sehr viel auf seinem Teller, das weiß ich. Aber man muss auch für die Sachen, gerade beim Hobby, auch für die Sachen, die Spaß machen, Zeit nehmen. Das ist richtig. If something is important to you in life, you have to make time for it. I'm a fortune, that's a good advice. I'm a fortune cookie today for some reason. Mm. Ja, aber das ist richtig. Das ist tatsächlich richtig und das muss man machen. Und das kann ich noch so. Kann ich dir zustimmen. Wobei, ich bin eigentlich nicht das beste Beispiel. Ich habe für heute Abend meine Mal-Workshop-Kiste ausgeräumt. Ich habe seit 2 Monaten... Na, wann war der Workshop? Vor 2 Monaten? Vor 3 Monaten? Oh Gott, Gesundheit. Ich habe seit dann noch nicht angefangen zu malen. Der Workshop hier, der hier? Ja. Oh seit Gott, dann ja, habe ich ist. Seit dann habe ich nichts gemalt kriegt. Du, ich kann dir exakt sagen, wann der war, weil mein Bruder hat auch am 5.3. Geburtstag und das Wochenende danach. Ja, das war das letzte Mal, wo ich aktiv gemalt habe. Ansonsten habe ich nur meinen Keller ein bisschen umgeräumt, ein bisschen Whisky getrunken und dann aufgeräumt und dann aufgeräumt und ja. Das ist natürlich toll. Ja gut, okay, also wir sind ja umgezogen und hier reingezogen. Stimmt. Und ich muss sagen, das hat einen ein bisschen zum Aufräumen gezwungen. Aber es ist schrecklich, wie viel Stuff man dann trotzdem noch von A nach B schleppt. Also ich habe halt echt gedacht, und dann räumst du halt hier noch so viel Krempel weg und schmeißt so viel weg und denkst, woher habe ich diesen ganzen Kretz? Warum? Damit habe ich was Geiles vor. Das wollte ich euch ja noch erzählen. Und zwar, also ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass ich vorhabe, und zwar auf dieser Kiste, ich muss hier gerade mal so ein bisschen alles beiseite räumen, sind ja diese, ich habe sie ja Sisters genannt. Also diese Ladies hier oben. Oder ich weiß nicht, ob es Ladies sind, aber. Okay. Ja. Und die haben ja hier so einen Grünstich, finde ich, so einen Schimmer drauf. Ja. Und ich darf das ja bemalen, wie ich will. Ja. Und die Popsy und D&D-Farben sind ja so alle in diesem Magenta-Bereich. Mhm. Und da dachte ich, es wäre eigentlich geil, wenn ich das so weiß lasse. Mhm. Ich halte das mal hier rein. Wenn ich das zwar so weiß lasse, vom Prinzip her, dem Ganzen aber so einen Magenta-Schimmer gebe. Oh, schön. Und da habe ich halt gedacht, okay, gibt es eine Magenta oder eine pinke Wash? Mhm. Und da sagte Jumbo, nee, von Citadel gibt es das nicht. Ein Hinweis an Citadel. Aber von Vallejo gäbe es diese Candy Colors. Habe ich tatsächlich noch gar nicht benutzt. Schön. Und das ist es halt. Oh. Und ich bin mal gespannt, ich halte es auch mal hier rein. Ich bin mal gespannt, wie es halt wird. Ob das halt so wird, wie ich mir das vorstelle. Weil ich habe tatsächlich auf Instagram und so, habe ich viele gesehen, die diese, also die Nighthounds wirklich komplett anders bemalen. Also keine Ahnung, lila oder so, total abgefahren. Und ich habe jetzt, um Gottes Willen, ich muss hier gerade mal kurz lesen, was zur Hölle. Ach, Mensch! Die Lara ist auch dabei. Hallo! Und hi, sonst noch alles, wer da ist. Servus! Jo, der Manu ist da. Aha. Dann bist du wieder am Otto dran. Ja, nein, also ich bin am Otto dran, ja, um den Otto zu shaden. Ich habe ihn Otto getauft. Ach so. Ja, Otto ist ein super Name. Ja, ne? Ja. Übrigens, hier hinter uns liegt Arthas, falls es noch nicht aufgefallen ist. Ja, ich glaube, man sieht's. Ja, genau. Wie cool. Man sieht's so schön. Ja, genau, Arthas ist auch wieder im Stream mit dabei. Goose war letztes Mal tatsächlich auch im Stream dabei. Da ist der hier hinten auf dieses Regal hoch. Ich hatte vergessen, die Tür zuzumachen. Und habe die Tür heute auch mal aufgelassen, weil ich gedacht habe, okay, letztes Mal haben sie nicht so doll gestresst, wobei Goose halt schon noch jung ist. Ja. Goose ist halt so. Goose ist halt Goose. Ist alles wahnsinnig interessant. Gerade der Hobbyraum. Hobbyraum klingt immer so. Was sagst du zu deinem Keller? Man Cave. Okay, I can't say that. No, you can say Girl Cave. Girl Cave. Cat Cave. Cat Cave.
But that also reminds me of the strip club next door. Angel Cave? I think about Atomic that. Atomic Cave. Atomic Cave. That's awesome. Yeah. Atomic Cave. Okay. Operator? Ja? Das, bist du mit Atomic Cave einverstanden? Nein. Was? Ja. Yeah. You need a new operator. Okay, new operator. Wer jetzt Operator werden will, soll sich melden. Und Chat zu. So. Da, oh, sehr schön. Mr. Briggs ist auch am Start. Oh, hello, Mr. Briggs. Der ist übrigens auch am Sonntag dabei. Sonntag? Sonntag streamen wir doch ganz groß live aus unserem großen Studio Exit von Cosmos. Und wir verlosen doch sogar die Tickets. Cool. Das ist voll cool. Ich bin gespannt. Ich habe die Regeln jetzt mittlerweile übrigens mal gelesen. Manu, hast du die Regeln schon gelesen? Ja, und... ja, und ich habe festgestellt, dass es eigentlich ziemlich einfach ist. Einfach. Weil einfach ist. Ich glaube, es ist tatsächlich schon trocken. Ich glaube, jetzt kann man hier mal ein bisschen... Ups, stell mir den Automob zur Seite. So, okay, dann kommen wir jetzt zum Trockenbürsten. So. Ich würde auch mal gerne nochmal malen. Was ist eigentlich ein gutes Starter-Set? Sau billig, sau viele Farben und Zubehör und super Qualität. Und wer fragt das? Das fragt der Briggs. Fang klein an. Kauf dir ein Anfängerset für Pinsel. Da gibt es einige Läden hier in der Nähe, wo man hingehen kann, sich toll beraten. Und dann Pinseln und ein paar Farben. Also Gelb, Rot, Blau. Mehr braucht man eigentlich für den Anfang nicht. Und Weiß und Schwarz natürlich. So. Hinter euch ist Schlägerei. Hä? Also. Ah, okay. Die Katzen. So. Are you okay with that? Und? Passiert nichts. Mhm. Probier mal. Zu viel? Na, probier es einfach mal. Testest du den Druck, wie viel Druck du ausüben musst. Jetzt gehe ich mal in das Modell. Zu wenig. Darfst du? Mhm. Falsche Pinsel. Wenn man jetzt zum Beispiel das Holz hat, ne? Mhm. Holz hat verschiedene Anstößen, Erhöhungen, Vertiefungen. Mhm. Wenn du jetzt Holz anguckst, ne? Wenn du jetzt zum Beispiel hier guckst, wie es zusammengestoßen ist, meistens ist dort am hellsten, also wo das Holz gebrochen ist. Genau, wo es steht. Dann oben steht. Wo so, du kannst ein bisschen stärker gehen und dann gehe ich einfach weiter.
Was hat dir jetzt in meinem Pinsel nicht gefallen? Die Control. Ah, okay, das, der ist viel härter als der hier. Okay. Ah, okay, jetzt wo ich es nah ranhalte, sehe ich, was du meinst. Ja, okay. Ich probiere mal gerade mit meinem. Ja. Ja, okay, man hat natürlich auch ein bisschen mehr Fläche, ne, weil der schon so schön ausgefranst ist. Ja, okay, jetzt sehe ich, was du meinst mit. Und wenn es irgendwann mal zu viel irgendwo ist, dann gehe ich einfach mit Shade wieder dran und ist es weg. Okay. Du bist jetzt wirklich aber einfach in die Farbe und hast dann genau, ganz also sanft. Genau, kann ich hier noch Farbe holen, wenn du willst. Deswegen, ich mag lieber halt mit so Tüchern arbeiten, wie so. Wie Ceva. Genau. Weil die trocknen halt sobald hier liegt die Farbe immer noch auf. Genau. Dann kann ich hier. Ja, schon werde ich noch ein bisschen mehr abziehen. Ja, ich sehe es gerade. So, immer auf der Hand zuerst. Zum Beispiel hier siehst du der Shade. Ja, ach, krass, ja. Guck mal hier bei mir. Ja. Ich hole mal ein bisschen. Ja. Immer zuerst, egal, layern, bürsten, Highlights, immer zuerst auf der Haut. Ist das nicht ungesund? Das ist, die Farbe kannst du essen. Die Farbe kann ich essen? Das Farbe kannst du essen. Markus, wir testen das. Also du sollst natürlich nicht eine ganze Dose halt... Ja, klar. Es gibt sogar eine wissenschaftliche Studie, weil viele Maler machen das. Ja. So, und es gibt sogar wirklich jemanden, der hat eine Studie darüber gemacht, ob das jetzt giftig ist oder nicht. Und ich meine, im Leben ist alles... Es gibt nichts, was alles nicht... Alles in Maßen, genau, ne? Alles ja, in genau. Maßen. Gift ist eine Frage der Dosis. Genau. Aber das kann schon... Deswegen gibt es auch den Spruch, Valero schmeckt am besten. Entschuldigung. Geil, okay. Das Einzige, was ich nicht raten werde, was ich ein paar Mal aus Versehen gemacht habe, war nun Euro abgeleckt. Das schmeckt nicht. Ja, okay. Das nun ist Euro ist nicht lecker. Brian hat einen harten Pinsel. Yeah. Was, Jumbo? Nein, Markus. Markus, ja, Markus. Für dich immer. Aber das ist eigentlich etwas, was ich von Jumbo erwartet hätte. Das hätte ich jetzt auch von Jumbo erwartet, das stimmt. Das ist eigentlich eine Schande. Jumbo, du lässt nach. Und tatsächlich sieht man einen doch sehr starken Unterschied. Ich zeige euch das gleich mal im Vergleich. Ich hoffe, dass die Kamera das zeigt. Gut, jetzt ist hier natürlich auch noch ein bisschen nass, ne, von der Shade. Aber schauen wir mal. Die Kamera, das ob man das sieht. Ja. Immer schwierig. Yay! Ja. Und der liebe Red. Hey, hey. Red. Mein Moderator. Also der Red, der ist hier, der ist bei mir Moderator. Ja. Der okay. Krass, es ist wirklich was los. Es ist wirklich was los im Chat. Ta-ta-ta-ta-ta. Achso, der Red, der macht bei dir sozusagen im Chat dann die Übersicht und sowas habe ich gar nicht. Noch nicht.
Noch nicht. Aber ich habe der Operator. Aber der Operator. Yeah, der Operator ist. Rundenbasiert unterwegs. Genau, ja. Okay. Willst du noch mehr machen? Wenn du Holz. Also. Wir als Maler erzählen eine Geschichte mit unseren Miniaturen. Mhm. Ob das Basing, ob der Base ist, du wenn du an eine Figur rangehst, überlegst du dir, wenn ich von mir aus rede, wenn ich an die Miniatur, wo steht er, wo war er, was ist in der Geschichte hinter dran? So Weathering zum Beispiel ist eine ganz tolle Sache. Das ist altes Holz, das ist Grab, das ist verwittert, das ist, noch ist es neues Holz. Mhm. Wie sieht denn so verwittertes Holz aus? Was fehlt da noch? Oder was? Ich würde jetzt sagen, auf jeden Fall, also noch richtig dunkle Stellen, Moosbefall vielleicht, so was Grünes. Ja, nochmal drüber shaden. Also wenn du die Möglichkeit hast, auf deinem Laptop machst du Google auf. Mhm. Das mache ich sehr, sehr gerne. Wenn ich jetzt verschiedene Materialien anschaue, kann ich in Google eingeben, Grabholz zum Beispiel oder Holz, der im Wald liegt oder irgendwas. Sargholz. Das wird wahrscheinlich alles neu. Oh yeah. Das Holz sein. Da gucken wir wunderschöne Bilder von Särge. Ja, sehr morbid, ne? Also. Mm, toll. Ja, wobei, da war schon einer dabei. Nee, das klingt ist auch nicht. Der Kreuz zum Beispiel, guck mal, das ist jetzt sehr verbleicht. Das hier? Hey, eins ohne drunter. In der dritte Bild in ja, der zweiten Reihe. Das ist jetzt sehr verbleicht in Holz. Das hier, ja, das ist so ausgeblichen. Genau. Ich würde mal modriges Holz. Genau. Oder Waldboden. Zum Beispiel. Ah ja, guck mal, da sind wir doch schon eher dabei. Ja. So. Und da kannst du dir hier. Ideen. Genau holen. Das. Das ist jetzt sehr, sehr mutig. Also sehr durchfressen. Das ist auch feucht, ne? Ja. Na, so ist doch schon besser. Also siehst du, zum Beispiel jetzt gerade das Beispiel, wo das Eisen durchgeschlagen ist, wo es halt drumherum. Das ist super dunkel. Ja. Kannst du zum Beispiel, wo die Nägel sind, zum Beispiel ein bisschen Nunöl reinmachen. Das ist eine gute Idee. So, also du hast jetzt gesagt hier mit der Camo Shade. Mhm. Dann nochmal so ein Grünstich. Einfach so in die Ritzen. So kleine. Genau. Okay, ich mache erstmal das mit den Nägeln. Das ist tatsächlich eine coole Idee. So, ich komme mal den Chip zurück. Sie hat feucht gesagt. Yeah! Tatsächlich. So. Das ist zum Beispiel ein Beispiel jetzt. Das ist Steinboden und jetzt bin ich immer mit einem Grünschimmer rübergegangen, wo es halt in der Nähe vom Wasser ist. Mhm. Ja, das ist, läuft immer ein bisschen so grünisch an. Ja, genau. Und deswegen habe ich jetzt einfach nur ein bisschen von dem Grün und dann sehe ich halt in Stellen, wo das Grün halt leicht schimmert. Ja. So kriege ich halt diese Steine. Das ist nicht einfach nur neues Verbrauch, also neues. Nee, das ist ja wie wenn das im Wasser gestanden hat. Genau. So. Und ich gucke gerade mal nach deinem Holz hier. Da habe ich nur neu angefangen. Das, ja. Das einfache Grünschäden ist einfach nur Schmuck drüber. Mhm. Aber jetzt zum Beispiel, wenn ich das machen möchte, hole ich mir jetzt zum Beispiel einen. Typhus ist vielleicht nicht so gut dafür. Hol mal sowas. Übrigens, von Jumbo, lese ich einmal kurz vor. Oh, Brian, laber nett, da soll Farbe drauf, schnell und gut fertig, damit anzocken kann. Vielleicht erstmal richtig schreiben und dann meckern. Oh. Shots fired. So, kann man gerade ein bisschen was Moos machen, also halt so leichtes angelaufenes Holz. Die hier, diese Knöpfe, die muss ich eh noch bemalen. Mit Arznägel. Ja, genau. Die habe ich eh noch nicht. So. Das ist jetzt zum Beispiel etwas, was ich gerne mache, ist halt mit Shades oder mit verschiedenen Tönen spielen. Das habe ich hier.
mir zwei verschiedene Grüntöne geholt. Mhm. Und jetzt ein bisschen mehr Wasser, ja, und einfach dazwischen. So, jetzt habe ich mir halt aufgebaut von das Helle und das Dunkle. Mhm. Jetzt arbeite ich, jetzt habe ich zwar so ringemischt, aber beim Malen. Soll ich es einmal kurz in die Close-Up-Cam halten? Es waren jetzt halt zwei Töne, zwei verschiedene Töne. Genau, also sozusagen hier war der helle Ton, da ist der dunkle Ton. Ich glaube, das sieht man trotzdem ganz gut. Ja, genau, doch, sieht man. Okay. Und, okay, mittlerweile ist der Jens dabei. Jens! Yay! So, genau, und dann hat man hier den Verlauf gebaut und kann sich sozusagen easy peasy dann da mit den Farben entlanghangeln. Easy peasy lemon squeezy. Easy peasy lemon squeezy. So, da gehe ich jetzt an den dunklen Ton zuerst, also den dunklen Mittelton. Jetzt gehe ich zum Beispiel an den Holz. Ah, ich mache das jetzt tatsächlich auch mit der Camo Shade. Ich finde das eine geile Idee mit diesem Grün. Siehst du hier? Ich will mir jetzt erstmal Base-Ton aufbauen. Das ist krass, das sieht man fast gar nicht. Bist du ins Licht gehst? Ja, ne, ist ja für die Vitrine. Ja, das ist definitiv ein Miniatur für die Vitrine. So, und jetzt gehe ich hier mit dem Grün einfach so in die Vertiefung. Selektiv. Wie geht's dir eigentlich, das wollte ich dich sowieso noch fragen, beim Streamen, ne? Ich habe jetzt so die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich voll schwer ist, so zu malen und zu streamen, weil man, also ich werde genauso wie jetzt immer voll schnell super still, weil ich mich dann so konzentriere, weißt du? Es gibt verschiedene Angehensweisen. Es gibt Abende, also es kommt davon, wie du drauf bist. Also es gibt Abende, die ich den Mund nicht zukriege beim Malen, und es gibt manchmal, wo ich mir einfach meine Zuschauer halt drauf anrege, wenn ich suchruhig bin, Fragen zu stellen, einfach mich zu beschäftigen. Was hilft, ist, wenn ich ein Thema habe, dann beiße ich mir die im Kopf fest. Also wie gesagt, dann erkläre ich kurz was, dann mache ich es und dann gehe ich halt wieder drauf ein. Das ist einfach so Pointers, muss ich dir halt merken. Und dann, zum Beispiel jetzt waren wir halt gerade bei dem Moos, so, und dann habe ich jetzt ein Beispiel gemacht und dann würde ich halt erklären, okay, jetzt haben wir den Grundton jetzt angelegt, jetzt gehe ich in den Mitteltonbereich. Mach dasselbe nochmal, also wo ich einfach so ein bisschen jetzt hier und hier und da und da und da. Frag einfach, wie es die Leute geht, hol mal Whisky. So, also einfach nur. Ah, den Whisky, den nehme ich morgen mit auf die Arbeit. Nein. Kann ich nachher jetzt trinken? Ich hol mein Glas. Was ist es denn für einer? Du kannst da noch ein bisschen was dazu sagen. This one is a single malt. Hard to explain. It's not normally one of my whiskey choices. I drink more of a Scottish whiskey. Ich bin gerade total fasziniert von dem Effekt. Also, ohne dich unterbrechen zu wollen, ich finde es gerade saukrass. Also dieser Effekt, wenn du halt wirklich so ins Licht gehst und dann wirklich dieser Moder, ne, also dieses Grün halt, das so durchkommt. Jetzt hast du es zum Beispiel mit Shade gemacht, ne? Ja. Und ich habe es jetzt gerade mit Farben gezogen. Oh mein Gott, krass, ja. So. Ja, jetzt sehe ich, es sieht aus, als wäre es halt moosbewachsen im Licht. Das finde ich auch so spannend an dem Hobby, ne? Du kannst halt so immer wieder neues Zeug entdecken. Zu den Whiskys. Genau. Wie gesagt, das ist ein Irish Whisky. Mhm. Wobei, wie gesagt, ich bin eigentlich Scottish Whisky Drinker. Aber der ist sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, wie ich ihn erklären sollte. Ich mag ihn. Ich hole mir jetzt ein Glas. Ja. So, Moment. Jetzt sieht man übrigens auch, dass wir mal wieder so YouTube schön oben hui, unten pfui. That's what she said. Ohne rum. That's also what she said. So, jetzt seid ihr alleine mit mir. Haha. So, was machen wir? Wer ist denn da?
Nein, Jumbo, der schmeckt nicht gut mit Cola. Wenn du Cola trinken willst, dann trink ein Jackie. Das Whisky ist nicht gut mit Jackie, mit Cola zu trinken. Pfui. Pfui. So, ich habe mir jetzt ganz unsexy eine Tasse geholt, die einfach den breitesten Boden hat und das am besten ist für zum Schwenken. Ja. So ein bisschen was habe ich ja in unserem Sarkon Whisky Talk gelernt. Na? Von daher, dürfen wir es überhaupt? Anna zeigt Bein. Ja, mein Gott, es ist halt heute warm und du müsstest am besten wissen, wie warm es hier drin werden kann. Oh, did I miss something? Achso, ja, wir hatten letztes Mal, hatten wir weder Oberlichter auf, noch die Tür auf und die Hitze hat sich in diesem Raum wirklich gestaut. Boah. Okay, ich bin gespannt. Du musst ein bisschen... Du musst ja morgen arbeiten, ne, Markus? So. Und du hattest ja gesagt... Nee, wie muss man das machen? Einen Schluck nehmen, vergehen lassen auf der Zunge, bis Körpertemperatur, also alle Geschmacksknospen, schlucken und dann tief inatmen und langsam wieder ausatmen. Okay. Jetzt lernen wir hier auch noch was über Whisky nebenher. Slange. Der Vorteil an Brian's Stream. Oh ja, den finde ich, der ist nicht so extrem rauchig und auch nicht so scharf. Mhm. Was war, wie war denn der, den wir, dieser Vanille? Das war der Crown Royal Vanilla. Ja, den fand ich ja super. Der ist, den fand ich richtig gut. Cool. Der ist auch tatsächlich, du hast an mich gedacht, weil ich ja nicht so der, ich kriege ja die Krise, wenn das so krass rauchig ist. Und, der schmeckt so schön nach Fass. Das finde ich, da bin ich ja gar nicht dabei. Was? So. Bist du dieses Jahr nicht dabei? Nee, ich meine, da bin ich nicht dabei bei Ach so, den, nee, beim Rauchigen. Bei dem Rauchigen. Ja, dieses Jahr, Moment, ne? Jens, du bist ja im Chat. Wir hatten ja eigentlich gesagt, wir machen dieses Jahr einen Gin Talk. Oh oh. Oh. Wir machen, ich lese mal Rambo? Was? Da war ja auch Jumbo im Raum. Okay, der Chat ist hier jetzt gerade ein bisschen. Ja, so schnell kann man gar nicht hinterherlesen, also Leute, ne? Nee, genau, wir haben ja gesagt, wir machen einen Gin-Talk, weil Jens und ich sind ja so Gin-Trinker und dann wäre auch, da wäre der Oga auch dabei. Ne? Ich nagel dich jetzt fest. Okay. Ich bin fasziniert. Von daher, dann könnten wir immer so durchswitchen. Können wir Whisky, Gin, können so durch die ganze... Oh Gott, oh. Ihr trinkt Gin und ich trinke Whisky. Oder so. Ja, das ist natürlich auch können, ein... Können gern... Schöner. Operator, möchtest du probieren? Nein, danke. No thanks. No thanks. Ja. Guckt euch den Whisky Talk vielleicht besser nicht an. Das ist, glaube ich, keine meiner Krönungs. Highlight. Highlight. Oh Gott. Sarkon 2018 yes. Highlight. Ja, es war toll. Es war ganz toll. Du musstest danach keine Spielrunde leiten. Du hast gelitten. Noch. Ach du liebe Zeit. Ging das gut, oder? Oh, für mich auf jeden Fall. Für mich auf jeden Fall. Björn war auch dabei. Also das ist. Naja, Björn, wie war's? So, Danny war dabei, also von meiner ganz normalen Gruppe. Don't drink and operate, ja. Gin Talk Freitag. Ah ja, Freitag Gin Talk, Samstag Whisky Talk. Moment. Ja gut, ich bin eh nach zwei Schluck. Hui, siehst du mal, zwei Schluck, mir fällt der Pinsel runter. Okay. That's
That's what she said. Ja, diese Pinselwitze, they won't gonna stop. No. Wenn ich jetzt hingehe und highlighten möchte, also wobei ich dazu sagen muss, ich möchte jetzt gerade mal das hier highlighten, ja, weil du ja mir diese Farbe empfohlen, ja, hast. Das heißt, ich würde jetzt hergehen und würde jetzt einfach mal mit dem hier, wie gesagt, dann die groben Highlights mal machen. Mhm. Und dann gucken, ob ich so punktuelle Highlights hier, mhm, auf diese Dinger und so, okay, setzen kann. Wo ist denn da mein ist Lieblingspinsel? Beispiel, nein, das vom Highlighten. Hier ist der. Ja, du hast ja dieses, ich will ganz nah rangehen. Ja, du hast jetzt, boah, du hast ja ganz schön flächig, sehe ich sogar, ja. Aber das ist wahrscheinlich das übliche, in Anführungszeichen, sage ich mal, Metallschema, ne, hier. Und dann, ach stimmt, du hast dieses, das sind nur Metallpigmente, mhm, ne? Und du kannst es einfach mit jeder Farbe mischen. Genau. Okay, das ist natürlich... Weil zum Beispiel der Grund, warum ich jetzt da gegangen bin und habe... man baut immer Kontrasten auf. Mhm. Okay, man sollte immer eine Kontrasten und also hier jetzt nicht ein, das hier. Kontrastfarben und Komplementärfarben. Mhm. Jetzt will ich, dass er halt in die... im Freien steht. Ne? Mhm. Das heißt, er hat Sonnenlicht, Reflektionen. Ja. Wenn ich jetzt hingehe und alles dann dunkel mache, jetzt habe ich zum Beispiel ein paar Punkte, wo ich halt sehr hell aufgezogen habe. Wenn, mhm, ich jetzt mit dem Glaze drüber gehe, hast du diese leichte Gelbschimmer, ja, oder Orangeschimmer von der Sonne, mhm, oder Blauschimmer, wie auch immer du das machen, ja, willst. Und dadurch, dass ich jemand leicht zwischen Blau und das Gelbe diesen Kontrast machen will, habe ich großflächig dann hier mal gemacht. Dann kann ich dir kurz zeigen. Mhm. Gehe ich halt mit der Orange. Das ist jetzt eine Glaze oder eine Shade? Das war jetzt eine Glaze, glaube ich. Nee, Shade. Shade, ja, ja. So, und jetzt gehe ich wirklich nur auf die helle Stelle. Also wirklich nur die Punkte, wo ich wirklich will, dass es wirklich knallt. Mhm. Und setzt da theoretisch wie Sonnenlichtakzente. Genau. Das könnte ich doch eigentlich mit meinem hier auch machen, wenn ich das gelb mache. Weil ich habe immer Angst, mir das Metall kaputt zu machen, also dieses schöne Roségold. Wegen es heute kann ich immer wieder drüber. Jetzt hast du dem Ganzen ja aber so ein bisschen eigentlich diese metallische Strahlkraft genommen, ne? Genau. Und da kann ich nachher punktuell noch highlighten. Ah, klar, weil du es erst wieder dunkler gemacht hast und danach wieder heller. Okay, das, ja, okay, makes sense. Jetzt habe ich halt die Orange genommen als Beispiel. Mhm. Ah ja, das ist diese tolle Glaze, die habe ich auch. So, und jetzt diese Gelb-Glaze, die finde ich saugut. Wie gesagt, ich kann das mit Lamy Medium kann ich, oder mit irgendeinem Acrylic Medium kann ich die verdünnen. Mhm. Ich will das jetzt mal ein bisschen starken Kontrasten bauen. Ja. Und jetzt gehe ich halt mit dem Gelb wirklich nur... Jetzt mal gerade in den Close-Up. Ja, und jetzt sieht es wirklich aus, als würde er in so einem krassen Sommersonnenlicht stehen, ne? Vor allem, wenn jetzt halt von weit weg, das habe ich ja schon mal gesagt mit diesen Armlängen, ne? Das hast du mir auch mal gezeigt mit dem, wie nah man es an sich ranhalten muss. Standard Vitrine Competition. Und Competition, ja. Ja, ich hoffe, man sieht das, aber ich glaube schon. Ja, das ist echt cool. Hm. Wenn ich diese ganzen Möglichkeiten sehe, denke ich mir so... Oh. There's so many possibilities. Yeah, and more time. Ist, wenn du halt definitely guckst, more time. Wo die Sonne, also das ist auch, was ich dir beigebracht habe, mit dem zentrales Licht. Genau. Ja, genau. Sie ist vorne halt von dem Glanz und guckst dir gerade jetzt nur den Helm an, ne? Wenn du drehst,
Also das dunkle Metall. Ja, weil du nur von vorne sozusagen das Sonnenlicht kommen lässt. Genau. Das habe ich auch schon mal gesagt mit diesem Sprayen. Dass man das halt so unterschiedlich ansprayen kann. Dann. So. Ich habe ja meinen Lieblingspinsel so markiert mit so einem Bänder. Oh. So, was ich jetzt hier mache, ist Highlighten und zwar ganz grob erstmal zunächst. Das heißt, ich gehe hier in meine Farbe und gehe hier an den Ecken und Kanten entlang und zwar wirklich nur ganz grob, weil ich ja nachher nochmal, und ich weiß nicht, also man sieht es jetzt wahrscheinlich in der Kamera nicht so gut, weil das wirklich Sachen sind, die sieht man echt, wenn man nah rangeht und später halt mit dem Licht. Das ist halt einfach, dass ich hier so ein bisschen Akzente setze an den Kanten, weil es ja klar ist, dass die Kante vom Licht eher getroffen wird als das unten drunter. Ich gehe auch wirklich einfach so über die Knöpfe drüber und dann sieht man eigentlich schon, es sieht halt auch metallischer aus. Ne? Weil jetzt ist das ja alles relativ dunkel durch die Shade geworden. Und wenn man hier an den Kanten dann einfach so ein bisschen entlang geht, ich muss sagen, mir hilft es dann manchmal, wenn ich den Pinsel so ein bisschen schräg halte und so ein bisschen, ich zeige das mal so am Fingernagel, also wenn ich jetzt so versuchen würde, diese obere Kante entlang zu gehen, ist es schon schwieriger, wie wenn ich jetzt einfach mit der langen Seite an der Ecke entlang gehe. Ich glaube, das erklärt es ganz gut. Jetzt bin ich nochmal mit dem Metall, also mit dem hellen Metall. Dann hast du wirklich nur, weil du hast bei Metall. Ja, wenn Metall bricht, hast du Höhe und Tiefe in der Farbe. Und bei Metall ist es sehr, sehr nah beieinander. Ja. Also so kriegst du auch diese Kontrast, diese Metall ist ja gefaltet und so. Mhm. Und wenn du halt gerade die helle und die dunkle sehr nah beieinander bringst, dann hast du halt automatisch diesen Faltungseffekt, halt, wo du halt danach baust. Ja. Ich finde aber gerade bei dem Metall finde ich es eigentlich immer ganz gut, mit Shades zu arbeiten, ja. Weil ich habe immer das Gefühl, die Shades, die mattieren das Ganze. Und wenn du dann mit dem Metall auch nochmal drüber gehst, dann gibt es halt echt nochmal so einen Effekt, der das ganz krass rausholt. Mhm. Also wie gesagt, ich finde halt die Shades, die machen nicht nur dunkler, sondern die mattieren das Ganze auch richtig. Mhm. Also ich sehe jetzt schon, wo ich halt hier schon gewesen bin, mit meinem, mit meiner Farbe, Metallfarbe, ja. Mit der hellen. Und Highlighten ist halt echt auch so der Punkt, wo es dann wirklich, wirklich diffizil wird. Also ich meine, ihr habt vorhin gesehen, ne, mit dem Drybrushen, ich sage ja immer Vollsauen und so, da wurde ich schon korrigiert. Also man darf nicht Vollsauen, es sei denn, man arbeitet mit Shade. Und selbst dann gibt es Abstufungen. Ne? Mit der Grünen bin ich jetzt auch nur hier so reingegangen. Aber jetzt muss man ja auch dazu sagen, dass dieses Kopfteil hier mir wirklich sehr am Herzen liegt. Und ich dann natürlich versuche, ordentlich zu arbeiten, weil ich finde, das ist einfach so ein schönes Teil. Also ich liebe ja diese Stundengläser, deshalb liebe ich diese Nighthorns so sehr, weil dieses ganz diffizile mit den Stundengläsern und mit diesen Ranken und so, aber dann eben in Verbindung mit diesem Tod und den Zombies und den Geistern, das finde ich halt toll. Also ganz großer Lady Olinda-Fan, ne? Das ist halt, die muss ich auch noch machen, die Lady. So. So, nur mit einem Kleppertuch drüber, ja. Also so ein Kleppertuch, das sollte jeder haben.
Gibt es von euch irgendwelche Fragen oder irgendwelche Sachen, die wir eingehen sollten? Oder? Ja, ich wollte gerade sagen, ne, jetzt ist Brian hier, jetzt muss gefragt werden. Brian, warum siehst du heute wieder so gut aus? Because I'm me. Brian, auf welche Figur bist du am meisten stolz und warum? Auf meisten stolz? Keine. Ich bin, meine Frau rettet meistens meine Figuren von mir. Ich verbeiße mich irgendwann so im Detail, dass ich immer weiter und immer weiter und immer weiter mache. Das war Katze. Die Katze. Ich habe ihn zuerst gemerkt. Wow! Wow! Ihr nicht mitkriegt hat, die Katze ist unter die Tisch mit ihrem Schwanz. Ja, und hat uns beide ans Bein gerieben. Das war angenehm. Das war toll. Aber auf jeden Fall war es auch so schön wie für mich. Ja, yeah, it was wonderful. It was a great tale sharing moment. Ja. Yeah. Yes. Harry tale sharing moment. Aber wie gesagt, was Stolz angeht, wie gesagt, ich kriege es auch hin, eine Figur zu malen. Und wenn er mir nicht gefällt, mache ich ihn halt in Lösungsmittel und strippe ihn und fange nochmal neu an. Und meistens ist das der Zeitpunkt, wo meine Frau meine Figur von mir rettet und ihn in die Vitrine stellt und sagt, er ist fertig. Also ich bin eigentlich auf keinen von meinen Miniaturen so. There's always something. I'm always finding, I could have changed this. Or selbst wenn eine Miniatur im Schrank liegt für 2, 5, 6, 7 Jahre, gucke ich die Miniatur wieder an. Irgendwann mal, kannst du das noch ändern und das noch ändern? Und, ja, also noch nie so, kann ich wohl wirklich sagen, tschakka, das war's. Also eher perfektionistisch oder ja, halt? Also ja, also krankhaft. Krankhaft. Krank, wirklich krankhaft. Aber ist das so, dass das bei dir wirklich nur bei den Minis ist? Ich bin ein sehr chaotischer Mensch und der aufgeräumste, und ich sage das mit Vorwarnung, jeder, wo mein Zimmer kennt, bei meinem Malzimmer muss alles gelabelt, geschildert, gemacht. Ich weiß, dort sind meine Bits, dort sind ich habe alles so organisiert, wie ich das halt brauche. Also meine Basing-Sachen sind zusammen in einem Bereich, meine Farben sind organisiert nach Farbe. Aber in meinem normalen Leben bin ich wirklich chaot. Ja? Meine Strümpfe fliegen überall hin, wo meine Frau das nicht möchte. unsere Couch frisst regelmäßig Strümpfe. Ich weiß nicht, wie das passiert. Ich liege auf der Couch, schaue einen Film und mein Couch frisst meine Strümpfe irgendwie. Also das ist schon... That's weird. You've never had that? You've just found, like, day later you find your socks in the couch, or... No. No? Okay, no. That's me. Also ich kenne das von der Waschmaschine, dass die das frisst. Nee, meine Strümpfe schaffen das nicht immer das hin, meistens. Also es ist immer so, meine Frau wäscht unsere Wäsche und dann ist es ein weißer Strumpf eingebaut. Also ja, es ist sehr selten, dass ich die gleiche Strümpfe anhabe. Wenn ich die Wäsche mache, ist es meistens so, dass ich immer zwei verschiedene Strümpfe habe und... Okay. Also wenn er mich kennt und mich sieht und ich habe meistens kurze Hose an, there's always a white boy with shorts, egal was für Wetter. Wenn du mich siehst und ich habe zweifarbige Strümpfe an, das heißt entweder hat meine Frau die Wäsche nicht gemacht und ich habe es gemacht oder ja. Also oh Gott. Ja. La 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 la. Ja. So, ich werde was ausprobieren. Hast du sowas da? Was Nein. denn? So ein kleiner Spachtel. Eine Spachtel? Eine kleine. Das habe ich tatsächlich so schnell mitgebracht. Oder Jochen, hol den Teigspachtel. Ja, wir haben Zahnstocher da. Zahnstocher wäre. Operator, would you be so kind? Please, sir. Cause, my dear. Oh, thank you, God. Baby. It's getting hot in here. Ja, so, was geht im Chat? Mit Jochen kann man das immer machen, ne? Jochen! Okay.
Dann muss man das Sockenfach leer machen bei der Waschmaschine. Das Sockenfach bei der Waschmaschine? I feel you, Brian. Meine Socken sind auch immer überall. Ja, Moment. Überall? Lara, we are sock partners. Yeah, okay, überall ja, aber nicht in der Couch. Doch. Couch, unterm Couch, Mahlzimmer. Wenn du jemals bei mir im Mahlzimmer bist und findest einen Strumpf, nicht wundern. Ja, nee, das kenne ich. Also überall, da würde ich zustimmen. Wobei, ich hatte keine Couch bis jetzt. Nein, ich habe einen Pfad. Also meine Klamotte, also nee, pass auf, das ist ganz witzig bei mir. Meine Frau meckert halt immer drüber. Und ich bin mittlerweile fortgeschritten. Es ist nicht mehr überall, sondern es sind punktuell, findet meine Frau meine Klamotten. Also wenn ich dran denke, mache ich meine Klamotten in der Hamper, also in die Klamotten. Ja, genau. Aber ich habe Punkte, wo meine Frau definitiv weiß, wenn keine Klamotte von mir in der Hamper ist, dann weiß sie definitiv, zum Beispiel auf der Mülleimer vor unserer Toilette, ist meistens so Strümpfe und so, oder Shorts. In der Schublade, da wo auch das Besteck ist, nur hinten drin. Die muss man ganz aufmachen. Oder zum Beispiel neben meinem Bett. Also genau auf meiner Seite ist meistens so ein Berg aus, komm heim, geh duschen, T-Shirt weg. Also zu diesem Thema. Jumbo, sag mal Johannes Bescheid, er soll bitte zuschauen. Denn das hier geht an meinen... Du hast meinen Bruder getroffen, ne? Ja. Ja klar, nein, logisch. Ach, also der gut aussehende von euch beide, ja. I know. He's got a girlfriend now. Really? Yes. Damn, I thought I had chances. Yeah. Well, more power to you. Yeah, Jumbo, I feel you. It's over. You lost. But against. Thank you, sir. Thank you. Oh, look, it's slow-mo in the camera. Thank you, sir. Thank you, thank you, thank you. Oh my God, man hat ja das Operators gesehen. Und zwar, der hat Folgendes gemacht früher. The hand of the operator. Der hat Haufen gemacht. Er hat so Haufen gemacht mit Klamotten. Und es waren meistens so mit drei... Klammer, danke, mit genau, Klammer, mit Klammer. Haufen. Mit Der hat Haufen gemacht und hat Salzstängelchen reingesteckt und gesagt, der Igel wohnt jetzt hier. Yay! Oh my God, what are you doing? Coke. Ja, okay. Ich baue Schnee. Ah, ja, du hast du erst erzählt, genau, ja. Was ist das? Das ist Natron. Ja, ne? Kaisernatron. Best snow ever. Schneekoppe. ja, das war ein Gruß an die liebe Büke. Büke! Yeah, die Büke kennt. Okay, two stories now. Also, erste Story: Der Jonas hat so Haufen gemacht mit Klamotten. Und die haben wir Schalterhaufen genannt. Weil es gab ein System, nach dem diese drei Haufen sortiert waren. Und es war Geruch. Es war so, ist voll okay. Geht noch. Und, oh, nein. Wow, yay. Okay, das kenne ich noch nicht. Ja. Also, natürlich, jedermann hat wurde. Ja, okay, super. Ne? Das kennt, glaube ich, jeder. So, Büke ist äußerst schockiert. Büke ist schockiert? Büke. Are you watching? No. Nein, das Video. Ach so, genau, second story. Es gibt so eine Werbung von einer Firma, die heißt Schneekoppe. Und meine ehemalige Mitbewohnerin, die Büke, die ich sehr, sehr, sehr geliebt habe, immer noch tue. Leider ist sie ausgezogen, aber jetzt wohne ich ja mit dem Operator zusammen. Operator! Die hat vor dieser Werbung Schiss gehabt. What? Ja, weil sie fand es ultra creepy, wie am Ende diese sanfte Stimme sagt, Schneekoppe. Oh, really? Well, that is creepy. That is creepy. Yeah. Und der Witz ist, letztens habe ich zu ihr, habe ich ihr ein Bild aus dem Aldi geschickt, weil der Aldi hat Schneekoppe-Produkte. Und heute war Jochen einkaufen und hat mitgebracht ein Schneekoppe-Produkt. Wenn demnächst der Demogorgon durch diese Wand bricht, sorge ich dafür, dass Jochen als erstes gefressen and wird. I'm gone. Yeah. Demogorgon are not to be messed with. No. No, really no. So.
Okay, ich habe das jetzt soweit mit dem Cycrax Bronze eingemehrt. Jawohl. Nicht gesaut, sondern ordentlich und diffizil in die kleinsten Ecken verteilt. Okay. Was würdest du jetzt machen, um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Struktur zu geben? Sekunde, ich bin gerade am... An Schneematschen. Schneegestöber. Schneegestöber. Lass ihn einen Schneeengel machen. Mit dem Schild. Ja! Ich guck mal aus der Channel. Ist doch klar, dass es den Jochen als erstes rippt, egal durch was. Ach, ihr seid Sackpartners. Sackpartners? Not Sackpartners, Sackpartners. Sackpartners, oh, there we go. Really? What? That's, really? What? I don't want to know what's going on in his head right now. Okay, okay. What? Was ist dein Problem? Bücke schickt mir kodierte Nachrichten in Bildform. Sie haben bei einer Mordung eine schiere Katze zu tun. Okay, Operator dreht völlig durch, völlig geistig, total neben der Spur. Oh Gott. Jochen hat's zerrissen. Oh Gott, er erstickt. We lost the operator. Oh no. Oh my God. That looks great. Jesus Christ, that looks like snow. Ich kann das nicht wieder sagen. Ist Natron nicht einfach Salz? Try it. I wouldn't try this one, but I'd try that one. Oh. Ah nee, das ist so... Puh, hier. Backpulver, genau, Natron ist Backpulver, natürlich, ich wusste es, das wusste ich. Rohes Obst, niemals ungewaschen verzieren, besser als klares Wasser reinigt Kasernatron, dem Waschwasser ein... Waschwasser für das Obst, Waschwasser. So. Jetzt Baking Powder. Oh nice, lass mich das einmal kurz hier, ich habe ja diese Close-Up-Cam. Das ist vor allem deshalb krass, weil ich finde das brutal. Jetzt hast du dir die harte Mühe gemacht, diese Steine mega krass zu bepinseln und stopfst da den Schnee drüber. Wir hatten es demnächst von den PanzerInnen bemalen. Also ich habe das früher auch gemacht. Ich habe meine PanzerInnen bemalt und jetzt klebe ich alles so, dass ich nicht drankomme. Hat eine wunderschöne Geschichte dazu. Ich habe irgendwann mal, wer GW kennt, ja, keine Schleichwerbung machen zu wollen, aber wer GW kennt, gibt es so von den Space Marines Bikes. Ja. Ja. So, ich bin auch ein sehr großer Fan des Mottens. Also ich verbringe viel Zeit aus verschiedenen Bits, mir ein Modell zu bauen, wie ich es mir vorstelle. Dann bringe ich noch mehr Zeit dabei, dann zu malen, deswegen kriege ich es nie hin, fertige Armeen zu machen. Ich habe mir einen Priester auf dem Bike gemacht gehabt und wirklich bestimmt 2 Abende den Motorrad bemalt. Also wirklich nur den Motorrad, ja, zwei, Motorrad über ja. 2 Abende komplett bemalt. Der Lenkrad. Wie viele Stunden sind das an einem Abend? 6, 7. So auf jeden Fall. Auch habe ich die Ledersitzen gemacht. Also ich habe dann eine schöne Ledersitze mit Highlights, mit Effekten, mit Schattierungspunkte, Veralterung. Und dann habe ich mein Space Marine draufgesetzt. Und dann habe ich aufs Forum geguckt und du siehst nichts, außer den Space Marine. Der Ledersitz ist halt komplett weg. Oh. Ja, das ist genau so ein Thema. Es ist halt, es kommt halt noch mehr dazu. Also es ist jetzt, das ist jetzt zum Beispiel nur ein Beispiel. Das habe ich auch, die Bushes. Das ist halt wunderschönes Zeug. Let's paint some bushes. Painting bushes, Natürlich halt mit Kleber wäre es halt wesentlich schöner zu machen gerade. Jetzt stopfst du das da so dazwischen. Genau. Und dadurch, dass es halt jetzt so ein Vitrinenteil wird, mache ich mir jetzt über der Haftung momentan keine Sorgen.
Naja, wie hast du das Natron angerührt mit Kleber auch? Ich habe früher mit weißer Farbe. Ich wollte das. Ein bisschen Zahnstoff anrühren. Ja, das stimmt. Das könnte ich mal. Danke. Danke, danke. Ich habe früher Schnee gemacht mit weißer Farbe. Mhm. Und das Problem ist mit der weißen Farbe, irgendwann wird das so ockermäßig, so ein bisschen läuft es an. Ja, ich habe das Gefühl, wir hätten Platz tauschen sollen. Ach, alles gut. Für die Cam. Mhm. Ja, ich muss ja, okay, und es wird dann irgendwann so. Läuft es leicht an. Ja. So, und um das Problem zu vermeiden, habe ich bei dem letzten Workshop, wo ich war, ein Meister des Malens. Von Massive Voodoo. Massive, I think it's Massive Voodoo, ja. Yeah. Und er hat den Tipp gegeben, dass man, ja, ich hätte Kleber nehmen sollen, auf jeden Fall, Matte Varnishes, also mhm. Varnish, Acrylic, und dann, dadurch, dass es transparent ist, und gibt noch so leichte Kristalleffekt, also wo es leicht durchschimmert. Ja, ja. Und das ist halt vom Schnee, also das ist besser, wie eine weiße Farbe zu nehmen. Aber das ist kein Kleber, sondern das Nein, ist... Nein, Varnish. Das musst du mich auch kleben. Varnish ist zum Beispiel, wenn du eine Metallfigur anmalst ja. und du machst das nachher drüber, dass ja. der Farb nicht abblättert. Das ist wie so Mattlack oder Schutzlack. So, ja, genau. Also wie theoretisch, wenn du diesen Sprühlack hast, damit Bleistift nicht mehr verwischt. Genau. Ah, okay, das ist natürlich... Okay, das und ist das mische ich mir. Das probiere ich jetzt gerade zum ersten Mal, ja. ehrlich gesagt. Und... ich hätte das doch kleben sollen. Na egal. Auf jeden Fall also halt so. Vielleicht der weg. Jetzt war er weg. Genau. schöne Fehler machen. Ne? Das ist das, wo wir gerade dabei waren. Spread the white spray everywhere. Powder. Yeah, powder. So when next time when the police are over, they ask you what it is. And you can say it was a crazy American. The police is across the street. Really? Yes. So, I'm gonna mess with this one. So, hier halt ein Puschel. So. Ja. Und wie gesagt, mit diesem Matt Varnish kriegst du halt so Effekte, dass halt wirklich Schnee ähnlich Das sieht wirklich also so aus, ja. Oh, da ist ein Puschel hin. Ah. Der war im Bad. Na egal. So. Ja. Wie gesagt, so hast du halt Ja, es ist halt modellieren. Baking powder. Kannst du so. And you have snow. Wonderful. Mm. Great. Ein Busch in the snow. Ja. Hier, da ist der andere Busch hier reingehüpft. Gepustet worden. Trocknet das, also hebst du das auf, machst das zu und dann... Ich hebe das auf, mit der Farbe trocknet es halt sehr schnell aus. Mhm. Und dann hast du so Klumpe, aber mit das Zeug solltest du das in der Kühlschrank machen können und dann ist es zeitlang gut. Ah. Dann kannst du es immer wieder benutzen. Ja. Was ich halt krass finde, ist halt hier wirklich dieses Wasser, ne? Also das sieht halt geil aus. Das ist eigentlich nur Cracker Medium. Ja. Das fürs Eis darzustellen und dann ein bisschen Schnee drauf und dann... Ja, das Eis, richtig. Was ich hier witzig finde, ist, dass die Maserung vom Holz durchschäumt und das wirklich nach Wellen aussieht. Das war unabsichtlich, aber ja. Hat super funktioniert. Das finde ich halt super krass. Machst du hier diesen hinteren Rand auch noch? Da bin ich noch nicht so sicher, ob ich das jetzt so lasse in Monochrom oder ob ich die halt noch braun mache. Mhm. Da bin ich noch unschlüssig, Ich da und wie ich es mache. Tyranniden FTW Alterserscheinung, Jochen, hast du das eine Alterserscheinung? Ja, okay. Lauge. Hast du Kleber da? Lauge. Ja, ich habe Kleber da. What do you want? Just ein Standard Sekundenkleber. Okay. Weil. Okay, so. Next step for this one. This man. Okay. Also, ich habe das ja jetzt hier nochmal so ein bisschen gehighlight. Also, was heißt gehighlight? Die Stellen eigentlich wieder glänzend gemacht, sozusagen. Ja. Ne? Jetzt wäre ja meine Frage, was mache ich jetzt am besten, um dem Ganzen nochmal einen richtigen Kontrast zu geben? Mit dem helleren Ton punktuieren. Mit dem hier, ne? Yes, ma'am.
Ich finde diese Farben, vor denen habe ich immer so ein bisschen Angst. Ich habe auch so eine, dieses Full Grey Copper. Ich finde das so krass, weil die immer so sich so absetzen. Ah, übrigens, Jumbo, hier habe ich vorhin gesagt bekommen. Damit es nicht mehr umfallen kann. Toll. Super geil. Trick 17. Oh. Da ist ja gar keine Agitatorkugel drin. I know where they live. Woher weißt du? Habe ich das gezeigt vorhin? Nee, aber an deinem Video. Ah! Ich sag, gerade beim Malen bin ich. I'm different, I'm sorry. Okay. Ah, ich glaube, da ist Johannes' Figur noch drin, glaube ich. Ich glaube schon. Aha, ja. Sieht man da dieses, nee, das ist nicht Johannes' Figur, das sind die Sisters da, die... Sisters! Okay. Markus, um deine Frage von vorhin mit dem Starter-Kit übrigens nochmal kurz aufzugreifen, du kannst dir auch einfach nur gute Freunde suchen, die einfach totally over-equipped sind und bei denen anfangen zu malen, dann hast du erstmal alles und dann machst du es einfach wie ich, du lässt Schritt für Schritt Dinge mitgehen. Danke, Jumbo. Gut, dann wärst du durchgeschüttelt beim nächsten Kellerdurchgang. Plopp, plopp, plopp. Einmal auf den Kopf gestellt. Nein, also so ist das natürlich nicht gewesen. Nein, aber wenn man bei Freunden anfängt, die halt schon totally overequipped sind, dann lernt man auch direkt so ein bisschen, was man definitiv nicht braucht. Ja. Und das ist halt, finde ich, so ein bisschen so der Fehler, dass man halt so Sachen besorgt, die man halt einfach effektiv nicht braucht. Oder zum Beispiel, wie ich das jetzt hier mit dem Pinsel, ne, mit dem Drybrush, da hat dann der eine das, da hat der andere das und dann... Man findet irgendwann seine richtige Ausrüstung. Ja, genau. Und man kann da halt sich dann so schön schon mal durchprobieren, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, und das ist halt ganz praktisch. Außerdem, wenn man für den Anfang zusammenmalt, finde ich das immer ganz gut, wenn man direkt halt einen Plan hat. Mhm. Übrigens gibt es auch meistens Anfänger-Workshops. Mhm. Bei, ich glaube, Games Workshop macht den, also der Warhammer Saarbrücken macht, glaube ich, demnächst einen. Du machst ja, glaube ich, auch welche, ne? In St. Ingbert, ne? Dragonlord Games St. Ingbert. Genau, Dragonlord Games St. Ingbert. Also dort, wo es, und man kann immer anfragen, also ich mach's egal wo. In Saarbrücken auch? Ja. Ah, also ja. Wenn da Bedarf ist und gefragt wird. Also man muss halt aktiv in die Läden halt fragen. Und wenn da Bedarf ist, komme ich gern, egal wo, und gebe einen Workshop. Also vom Beginner to Basing to alles Mögliche. Also was man halt genau braucht. Und wir geben beide dieses Jahr einen Workshop auf den Sarkon. Richtig, genau, das habe ich völlig vergessen zu sagen. Das war nämlich auch sowas. Also, wir beide geben einen Workshop an der Sarkon. Also Einsteiger-Workshops. Das Ganze wird so, was hatten wir gesagt, 2-3 Stunden, ne? Also wirklich smooth, ne? Das muss jetzt hier keiner denken, dass wir hier 12 Stunden malen. Und zwar werden wir, so viel kann ich schon mal verraten, also ich werde natürlich Nighthorns bemalen, ganz klar. Ich werde ein kleines Battle-Ready-Tutorial geben, sage ich mal. Also sprich, einfach nur mein beliebtes Einsauen. Dann darf man mit mir zusammen einsauen. Das klingt falsch. Ja, nein, genau. Also das werde ich machen. Und hast du schon eine Ahnung, was du machen wirst? Ja. Leider noch nicht. Wahrscheinlich Space Marines oder irgendwas, was man wirklich in 2-3 Stunden schnell durchmachen kann. Genau. Wir haben ja gesagt, wir wechseln uns ab. Also ich mache Samstag, du machst Sonntag. Umgekehrt, ja. Ich glaube, so irgendwas. Also es wäre auf jeden Fall noch bekannt gegeben. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, also das machen wir auf jeden Fall noch. Da eine kleine Ankündigung raushauen, weil man muss sich ja natürlich auch anmelden. Ja. Ne? Das kann man online, beziehungsweise im St. Ingbert, im DLG.
Genau. Was wir nämlich auch dazu sagen sollen, vielen Dank an den Manu, der uns diesen Workshop sponsort. Thank you, Sir. Das finde ich ganz toll. You are awesome! Juhu! Und du guckst auch zu, ne? Immer noch. Ich glaube schon. Nein, ich habe nichts mitgehen lassen! Oh! Das hätte ich nicht sagen sollen, das war mir klar. Nope, das ist nicht gut. Nein. So, dann kann ich auch an ihn. Dann hat das eine oder andere an die kalte Stelle. Okay. Das bringt das halt Ganze zusammen dann. Ja, das ist halt. Crazy shit. Jetzt wirkt es fast so ein bisschen, als würde er da schon wirklich sehr lange stehen. Oder halt, es ist sehr kalt und der Schnee fällt auf dem Metall. Metall ist kalt. Ja, das stimmt. Und sammelt sich halt. Krass, ne? Man muss dazu sagen, also die Figur ist ja jetzt wahrscheinlich nach deinem Maßstab noch lange nicht fertig, ne? Ja. Und ich würde die halt jetzt so schon hinstellen und mir denken, boah, Alter, also ich krass. Wobei, ich sehe es am Stoff, dass da noch nicht viel passiert ist, aber zum Beispiel an der Rüstung würde ich es jetzt nicht sehen. Das, der Stoff ist schon 7 Schichten. Also wenn du jetzt in den Licht gehst, wenn du es näher an den Licht ziehst, gerade die Umhang, und dann guckst du mal die Vertiefung und die Erhöhung an. Ach du liebe Zeit, das heißt, du hast jetzt was genau gemacht? Layered. Layer for layer of Quad. Ach du liebe Zeit. Also ich bin, bei ihm wollte ich keine sehr starken Kontraste, aber ich wollte trotzdem, dass die Kontraste, also wenn du jetzt zum Beispiel das Schild anguckst, im Licht, das ist nicht das Licht, wo fällt, sondern... Das ist die Shade. Genau. Ja. Und halt so drehst. 7 Schichten, das heißt Farbe, Layer, Farbe, Shade, Farbe, Shade. Nee, Farbe. Also Grundton war an Blau mit Schwarz und dann immer heller mit Weiß gezogen. Also gerade hier zum Beispiel sehe ich es. So. Ja. Das, wo es dunkel wird. Ja. Schild, also wenn du dunkle Bereiche. Beim Schild sieht man es krass, ja. Genau. Okay, ne, also es gibt da wirklich Abstufungen, krasse Abstufungen bei den Figuren. Schwarz mitgebracht, schwarz. Ich hab hier auch schwarz sonst. Das Black Ink. Also Abandon Black habe ich auch hier. Necron Black. Ah, ja. Yeah. Ist auch Ink. Ich wollte jetzt nicht zu viel von deinem Schwarz benutzen. Ach was, Quatsch. Ich habe 2, 3, 4, 5 Schwarz, glaube ich, hier. Okay, weil ich wollte gerade das Sockel ein bisschen an. Ja, also ich habe hier, da ist noch eins und da steht noch eins. Also Schwarz ist, glaube ich, wirklich zu viel hier. Ah, there's never enough Black. Ja, das fällt mir jetzt gerade in. Stimmt, das war der Grundton. Das mit Schwarz. Ah. Benutzt du viel Vallejo? Unterschiedlich. Vallejo schmeckt halt immer noch am besten. Aber immer unterschiedlich, was ich gerade male. Mhm. Ich habe jetzt mit einem Freund von mir, habe ich von Scale 75 Kickstarter mitgemacht gehabt. Mhm. Das sind High-End, wirklich Pro-Paints. Damit habe ich auf dem Workshop kennengelernt, also diese Farben, die sind einfach nur der Hammer. Und damit will ich, also es kommt darauf an, was ich male. Wenn ich jetzt irgendeine Tabletop-Figur male, natürlich benutze ich halt GW oder Vallejo. Und wenn ich jetzt wirklich so Vitrine farbe, benutze ich sogar ganz normale Acrylics. Also dann ganz normale Ölfarben, ganz normale Künstlerbedarf-Sachen. Ein Beispiel, ich benutze seit dem Workshop kein Weiß von Vallejo mehr oder von GW. Also ich bin komplett abgekommen davon. Gelb und Weiß, also egal wer schon mal gemalt hat, weiß, dass Weiß und Gelb eine Farbe ist, der nicht unbedingt sehr gut deckt. Also du musst halt Layer für Layer für Layer aufbauen, dass es überhaupt einen Effekt bringt von GW oder von Vallejo. Vielleicht kriegen sie es irgendwann hin, dass die Farbe Armo etwas deckt. Ja?
Da bin ich jetzt hingegangen und für Gelb und Weiß habe ich mir von der Firma Schminke Farben geholt. Gerade Gelb und Weiß, weiß ich sehr. Wenn du jetzt zum Beispiel eben guckst, das Weiß ist nur ein Layer. Also ich bin jetzt nicht nur... Das habe ich schon ganz oft von dir gehört, das Schminke Weiß. Und, wo kriegt man das denn? In jeder Kunstbedarf. Also das heißt, ich kriege das, keine Ahnung... Hier im Bösner, ja. ohne Werbung genau. zu machen. Genau, du brauchst die Tube und das ist genau eigentlich der Veräpplung dabei. Halbmodell, hast du Weiß irgendwo gerade? Ja. So, die Weiß kostet wie viel? Das ist nicht unser also, Weiß. Also Beispiel. Ja. Ja. Die, ja, wurscht. Ja, hier ist ein Weiß. Okay. Hier ist ein krasses Weiß und hier ist noch ein krasseres Weiß. So, kostet also die beiden sind vermutlich, keine Ahnung, wie viel kosten die Gewege? Fangen 3 Euro noch was? Okay. Also 3-4 Euro, sagen wir mal 4 Euro, ne? Ist brutal, also sagen wir brutal 4 Euro. Mit der Turbo mache ich dir bestimmt 50 oder 60 davon. Voll. Und ja, der Flasche kostet 7 Euro. Also wenn du gerade halt Beispiel nimmst, gibt's schon gerade irgendwas? Ich habe gerade einfach aus der Turbo. Mhm. Ich nehme den Weiß aus der Tube. Ja, weil das eine Acrylfarbe ist, ne? Ja, das ist auch Acrylfarbe. Okay, das ist ein Unterschied. Magst du mal was hier reinhalten, ne? Das ist, ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Kamera so krass sieht, aber man sieht halt, hier kommt halt eindeutig in der Mitte auf jeden Fall die Haut durch, ne? Und man sieht halt hier, finde ich auch so schön, gerade weil du es auf der Haut gemacht hast, dass man hier die Vertiefung sofort sieht und hier halt gar nicht. Das ist eine Fläche. Das ist halt krass. Das kann ich einfach. Man kann ja halt dabei mischen, was du willst. Also wir sehen noch ein bisschen von dem Grün. Und es bleibt halt deckend. Ja, okay. Das ist tatsächlich ein Unterschied. Das ist vielleicht tatsächlich was, was ich ganz interessant finde, weil, wobei, ist halt schwierig, ne, bei den Nighthorns brauchst du halt nicht so ein krasses Weiß-Weiß, sage ich jetzt mal, es sei denn, du willst halt wirklich hart highlighten, sondern du musst halt, also ich arbeite halt immer sehr viel mit Shaden, aber halt nicht mit Shades, sondern halt, indem ich halt einfach die Farben, also entweder was Trockenbürste, wo die Farbe ja jetzt nicht so deckend sein muss, oder halt, irgendwie auch, wie du das machst mit dem Grün jetzt zum Beispiel. So habe ich das gemacht mit dem Verlauf von diesem Blau. Das Problem meistens mit dieser Valero und dieser GW Weiß, wenn du das irgendwo dabei mischt, hast du oft das Problem, dass die Figur, die Farbe, kreidig wirkt. Und das hast du mit diesem Schminke, weil die Pigmenteanzahl halt höher ist, hast du halt diese kreidige Effekte nicht. Also ich habe halt sehr viele Figuren, wo ich halt normales Valero Weiß oder irgendwas dazu gemischt habe. Und es wurde halt sehr, sehr kreidig wirkend. Und mit diesem Schminke habe ich das Problem überhaupt nicht. Ja gut, und wenn das, also ich finde ja diesen Nachhaltigkeitsgedanken, also im Sinne von auch Preis-Leistung, immer sehr wichtig beim Hobby, ne? Weil ich bin so, also gerne mal ein Sparfuchs. Und das finde ich dann zum Beispiel auch was, wenn du jetzt sagst, okay, halt 7 Euro, ne, vergleichsweise dann halt, 4 Euro. Wobei das, wie gesagt, mit 4 Euro sind. Das sind Jumbo kann es wahrscheinlich exakt Euro sagen. Oder so. Ja. Yay, Manu hat sich gerade gefreut, dass wir ihn erwähnt haben. Ja, mir sicher. Ja, der Manu ist am Sonntag übrigens auch dabei. Und spielt mit uns Exit. Und ich hoffe, dass der Manu fit im Kopf rechnen ist. Und auch mit kann das. Denn ich bin's nicht. Ooh, I really like that. Das ist super schön.
das stimmt. Höchst konzentriert bei der Arbeit. Nee, also ich freue mich schon voll auf den Sonntag. So. Ich finde das wird bestimmt cool. Vor allem, ich bin halt voll gespannt auf diese Exit Games. Weil ich habe schon so verschiedene Pros und Kontras, sage ich mal, gehört. Okay. Weil ich habe jetzt von vielen gehört, von wegen, ja, das kann man nur einmal spielen. Das stimmt. Ich war auch noch nie in so einem Escape Room drin. Escape Rooms kann ich auch nur immer spielen. Ja. Ja, eben, genau, da denke ich mir so. Weil ich will unbedingt hier nach Saarbrücken, gibt es einen sehr schönen, auch ohne Schleichwerbung machen zu wollen. Meinst du Exit Adventures? Mhm. Von denen verlosen wir 4 Karten am Sonntag. Ach, echt? Ja. Oh, das ist einfach cool. Nur in Großbuchstaben Exit in den Chat. Okay, das probiere ich. Dann bist du im Lusttopf. Weil da gibt es einen Room. Ich war bis jetzt, mit der unserer Firma war dort. Mhm. Und wir waren in einem sehr schönen Escape Room. Nur leider waren wir nicht in der, wo mich interessiert hätten. Die haben einen Saw Room. Ja. Genau. Und da würde ich auf jeden Fall gerne. Nicht, weil ich am Anfang angekettet werden will, sondern. Oh Gott, das wäre ja so gar nicht mal. Das ist, du wärst halt am Anfang, das ist das Einzige, was ich weiß, am Anfang wärst du halt gekettet. Ja. Also festgekettet. Ja, genau, und dann genau, das geht's hat Lisa los. Erzählt, ja. Oh Gott. Oh no, no. Oh Gott, das wäre gar nichts für mich. Da würde ich so. Da wäre ich so direkt raus, leider. What, chains are not your things? Sticks and stones can break my bones, but whips and chains excite me. Ja, es ist nicht das mit den Chains, es ist nicht das angekettet werden, es ist dieses Saw-Ding. Es ist einfach so dieses... Ich habe den Film noch nie geguckt. Also ich habe Saw komplett... Also das angekettet werden, damit hätte ich jetzt weniger ein Problem. Ketten sind dafür da, um gebrochen zu werden. Und dementsprechend... Mhm. Ich finde das halt super geil geworden. Mhm. Das würde ich jetzt noch mit ganz leichten Strichen hier highlighten, würde aber wirklich direkt das hier holen. Mhm. Wenn ich nicht sogar. Willst du nochmal Trockenbürsten? Warum gehst du da hin und mischst du dir einen Mittelton? Jetzt hast du dir einen dunklen Holz angeschafft. Ja. Jetzt hast du es geinkt oder geschädet, dunkel gemacht. Wenn du jetzt damit direkt dran gehst, hast du einen sehr großen Kontrast. Kontrast, ja. Ja. Wenn du einen Mittelton baust, damit Strichen machst und dann erst machst du einen Mittelton dazwischen. Das probiere ich jetzt aus. Aber dann mit dem Mittelton eher trockenbürsten oder wirklich effektiv mit dem Pinsel? Kannst wie gehupst, wie gehäkelt, wie du malen möchtest. Es gibt kein richtig und kein falsch. Okay, ich muss sagen, Holz gelingt mir eigentlich immer recht gut. Also da schaffe ich es irgendwie super feine Striche zu machen. Bei allem anderen funktioniert das null. Das ist so ein bisschen... Du und dein Holz. Ja. Das ist wirklich ich und mein Holz. Oh ne, den hole ich nicht. Da ist Metall dran. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Kann ich auch ruhig ein bisschen mehr. Genau. Ja. So, Tipp von mir. Gehe ich jetzt hin, hol ich direkt ein bisschen Wasser. Dann gehe ich hin und ziehe ich jetzt schon dir. So, mach ich den nächsten Ton. Ja. Jetzt mache ich dasselbe im Endeffekt wie du mit dem Grün dann, ne? Genau. Das ist sowas, das mache ich nur mit den Geistern, also bei diesem Geisterwarmer. Da mache ich das, sonst mache ich das nicht so aufwendig. Weil der einfach zu schade wäre dafür. Sagt er und greift jetzt zu seinen Winston. Da habe ich jetzt beide Farben cremig gemacht. Ne? Mhm. Nimmst du den Pinsel, geh ins Wasser, saug's voll und
dann gehe ich hin. Sieht aus wie Kinder Bueno. Und jetzt guckst du, wie der Mittelton jetzt kommt. Du hast deinen Mittelton, dein Dunkel und dein Hell. Und jetzt ist halt Geduld aufgesetzt. Also jetzt fangen wir halt hier mittig an oder hier an. Mhm. Ja. Wir haben zwar den Verlauf, also mischen immer vom Hell ins Dunkel, aber arbeiten vom Dunkel ins Helle. Klar. So, aber du musst halt immer zwischendurch warten, bis die Striche halt trocken. Also gehe ich jetzt hin, hol ich ein bisschen was an den Mittelton. Genau, da. Ja, von dem. Gehe ich an die Haut. Genau, und jetzt gehe ich und fange an, deine Striche zu ziehen. Einfach so demonstrationsmäßig puste jetzt ein bisschen, das ist vielleicht schneller trocknet. Ich brauche ein bisschen mehr Farbe, sonst wird das nichts. So, pusten. Darf ich mal? Ja. Jetzt gehe ich hier hin und hol schon mal zum Beispiel sowas. So, dann gehe ich wirklich hin. Zum Beispiel hier. Hole ich mir einen dünneren. Jetzt bin ich hier zum Beispiel mit dem Hellen, ne? Nur wirklich hier in die Ecke. Ne? Wieder von dem Dunkel. Gehe ich hier lang. Baue hier meine Erhöhung aus. Dann gehe ich in den Mittelton. Gehe jetzt wirklich nur punktuell. Baue mit den Hellen. Die wirklich jetzt nur hin mache. Ein bisschen. So wie das Holz frisch ist. Es ist so still, man hört die Katzen toben. So, jetzt ist es Licht gelöscht. Ja, yeah, okay. Und dann kommt der Geduldfrage. Jetzt muss ich es komplett so machen. Ja. Sorry, Madame.
Ich probiere es mal auf der anderen Seite auf der, an diesem ja. Teil, weil ich glaube, das ist nochmal ein bisschen einfacher, weil man da, glaube ich, die Erhöhung nochmal ein bisschen besser sieht. Also, wobei, ich hole jetzt mal den mhm. hier, ne? Genau. Mhm. Ich kann leider von hier aus nichts lesen. Das macht unser Operator. Wie weit bist du? Gerade vom Schiff runter. Hm. Lady Vengeance. Oder? Hm? Da heißt sie Lady Vengeance. Nee. Das Schiff, wie heißt das Schiff nochmal? Ja. Oh, kein Plot. Nee. Loot and Leveln. Mhm. Just Loot and Leveln. Okay. Den Pain Station kenne ich irgendwo her. Die hat mir der liebe Red geschenkt. Die Pain Station. Und dann habe ich die. Aber die war weiß und ich habe die lackiert. Okay. Also ich habe die mit. So Bronzespray angemalt, okay. Angesprayt. So. Ja. Hier musst du ein bisschen vorsichtig sein, wenn du es jetzt drehst, dann siehst du halt hier die durchgehende Linie. Siehst du hier? Mhm. Und hier hast du sie nicht. Also du hast nur die Punkte. Hier hast du einfach von der Seite, ja, aber wenn du nicht drehst, siehst du halt diese ganz helle einmal durchgezogen. Siehst du? Ja. So, aber das ist kein Problem zu fixen. Gehst du hin, machst du Schäden drin und ist weg. Es ist wieder weg, ja. Ja, ich habe eben gesehen, dass ich da so einmal verrutscht bin und dann habe ich versucht, mit dem Dunklen nochmal nachzubessern. It's not that simple. Yeah. Vor allem auf der anderen Seite geht's besser. Aber so kannst du auch deinen Stoff und so machen. Das ist genau. Ja, das mit dem Stoff ist tatsächlich auch noch so ein Thema. Ja, okay, klar, ich sehe es jetzt. Vor allem, wo ich die andere Seite gemacht habe, da sieht man es dann krass. Mhm. There's always a question of how much detail you want to put into it. Klar. Ne? Also ich sag mal so, ich werde jetzt bei dem Teil, verkünstle ich mich da jetzt gerne, weil das ist, was wirklich oben drauf ist. Mhm. Und vor allem liebe ich dieses Teil einfach. Ich sag mal so, bei denen hier werde ich jetzt nicht mehr so viel krassen Aufwand betreiben oder auch bei dem Kutsch hier, bei der Kutsche an sich oder so, der wird dann bei den Rädern vielleicht, aber das wird auch, ich meine, ich muss jetzt, morgen habe ich noch 2 Wochen. Yeah. Geduld ist Annas Spezialität. Yeah. Nee, also ich finde es halt cool, du kannst natürlich wirklich wahnsinnig viel Zeit damit verbringen, dir solche Gedanken zu machen. Ich finde es auch geil, weil ich muss dazu sagen, also natürlich ist es ein anderer Effekt, ne? Es sieht halt einfach krass aus, vor allem wenn man es halt jetzt so wirklich mal im Licht bewegt vor allem. Das ist natürlich schon extrem cool. Aber was ich auch sagen muss, wenn man natürlich jetzt wirklich fürs Spielfeld malt, ja. Das ist natürlich dann nicht machbar. Nee. Also das kann man vergessen, weil da sitzt man ja wirklich, ich meine,
wir sind jetzt die ganze Zeit hier an diesem Teil dran gewesen, ne? Nur an diesem kleinen Bereich hier oben, der Übergang zwischen den beiden, wo die beiden Holzbalken aneinander genietet sind. Und ja, das muss man natürlich nicht so machen, ne? Also das, was wir jetzt an der Sarkon zum Beispiel machen werden, ist ja im Endeffekt, genau, einsauen. Ja, also das ist das, was wir an der Sarkon machen werden, um einfach auch mal ein Gefühl dafür zu geben. Ich meine, ich habe ja immer diese Farben deshalb immer hier so stehen, um da einfach mal so einen Verlauf zu zeigen. Von hier bis hier. Wie man das halt machen kann. Man kann natürlich jetzt auch hergehen und die zwei Farben wegnehmen und sagen, okay, ich mache es einfach so. Fertig aus. Da gehe ich her, saus damit ein und setze wirklich feine Punkte und Linien, zack. Was ist das? Magenta Shade? Von Citadel? Wieso hat Jumbo gesagt, das gibt's nicht? Das ist anders. Guck mal deine an, guck mal die an. Nee, dein Magenta. Ach, das ist das, ja, der Name sagt mir was, deshalb. So. Aber warte mal, ich habe hier. Du kannst ja einmal hier aufmachen. Well, the reason I'm showing you this is. Mhm. Du hast das Stoff hier, ne? Ja. Ich mach's mal auf die Innenseite. Okay, das ist ganz schön. Ich mach das Spiegel nur auf die Unterseite, weil ich würde dein Farbschema von außen nicht anders machen. Und innen das drin ist es eh dunkler. Aber. Es wird wieder heller, es ist nicht so krass dunkel. Mhm. Und gerade in die Vertiefungsbereiche, siehst du hier, sammelt sich das und wird dunkler. Ja. Wie heißt das? Das gehe ich mir besorgen. Crimson. Nee, Carburg. Carburg Crimson. Crimson. Crimson, okay. Also das ist, wenn es jetzt trocknet. Ja. Das ist nämlich das, was mir die ganze Zeit bei dem Druky Violet nicht so gefallen hat. Das ist auch das, was im Endeffekt auf dem. Auf der Packung so ist. Ich finde, das hat immer so einen braunen Stich. Also, es verleiht dem Ganzen so einen braunen. Okay. Ton. Finde ich. Stimmt, ich hätte den Stoff eigentlich auch damit einmehren können, fällt mir gerade auf. Kann ich immer noch. Stimmt, kann ich eigentlich immer noch. Ich meine, können wir ja mal aus Spaß machen an einer Stelle. Mach's am besten von innen irgendwo. Irgendwo, wo nicht zu sehen ist. Guck mal, das hat fast den gleichen Effekt, ne? Mhm, dafür ist es da. Mhm. Das ist nicht viel Unterschied. Mhm. Ich hole das für den Stoff. Kann ich gerade in pinseln. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ich pinsel das gerade in. Das ist das Einzige, was ich bei diesen Vallejo-Farben so schwierig finde. Ne? Dieses Ausschütten. Das ist so... Ah! Ich bin also der Kandidat, der dann so... Gut, so wir sind. Mal, Moment, ich mach das gerade weg. Yeah! Das ist so, okay, ich will es jetzt machen. Und du willst grob arbeiten, ne? Ja, Moment. Jetzt, ich habe hier auch mein Shade-Pinsel. Yeah, okay. Ich brauche mehr Pinsel. The difference between that and this is a 17-Euro Pinsel. Nein, das ist der Da Vinci. Das ist der 17. Das ist, wie gesagt, der Unterschied von Pinseln. Oh, der ist super flauschig. Das finde ich auch wichtig. Flauschig, super wichtig. Flauschig Pinsel. Diese Candy Colors sind ja geil. Mhm. Ich muss, glaube ich, besorgen. Vor allem, was ich da auch mal schön finde, ist, dass die Flasche so groß ist. Mhm. Denk daran, du kannst halt wegziehen, ne? Wenn es zu viel irgendwo ist. So
so ein bisschen mit dem Stoff zu gehen. Genau, da ein leckerer, schon mal kleine. Ohne Blase, ja, ich sehe es. Ah, das ist aber, weißt du, was da ist? Da hat sich eine Blase von dem Violet gesammelt, siehst du es? Happens. Happy Mistakes. Happy Mistakes. Ey, ich finde das super cool. Das macht die Farbe echt viel knalliger. Und vor allem, es gibt dir halt einen schönen Zusammenhang mit deinen Mädels. Ja, das stimmt. Das habe ich nämlich auch noch gedacht. Ich bin gespannt, wie das mit den Mädels wird. Gefühl, ihr müsst ja, sie ist für. Weil ich ein bisschen Angst habe. Oh, na komm. Dass ich mir die zu sehr mit dem Pink zuhaue. Und das nicht so diesen. Weil ich will, dass das so leuchtet. Mhm. Dass das also wirklich nur der Grundton, der Unterton ist, der das so ein bisschen zum Leuchten bringt. Okay. Ich bin mal gespannt, ob das klappt. War das jetzt ein Malwettbewerb, wo du mitmachst, oder? Genau, das ist ein Vitrinenwettbewerb sozusagen. Ah, okay. Also aber jetzt nicht der Beste gewinnt in dem Sinne, also es ist kein Wettbewerb in dem Sinne, sondern es ist einfach nur, dass man halt für die Vitrine malt. Okay. Also sprich, man kriegt seine Figur zur Verfügung gestellt, ja, mal die an, dann kommen die in die Vitrine und dann kann man die sich halt wieder auslösen. Okay. Anschließend, wenn die halt, ich glaube, 8 Wochen in der Vitrine war. Okay. Und das für mich halt irgendwo, und das ist halt cool, weil ich dieses Modell echt sehr liebe. Mhm. Und das aber sehr, sehr teuer ist. Also finde ich. Und deshalb kann ich das jetzt sozusagen bemalen. Mhm. Und dann kommt es in die Vitrine. Sehr schön. Es ist wirklich, es macht es echt viel knalliger und das ist eigentlich echt das, was ich wollte. Ich gehe jetzt gerade mal darüber, auch drüber, wo du jetzt schon gemacht hast, aber trotzdem, weil tatsächlich bemale ich das Teil wirklich dann auch von innen, weil ich das Teil einfach super schön finde. Sind die Vallejo-Farben eigentlich alle so dünn, sage ich jetzt mal? Die sind grundsätzlich. Ja, nein. Also jetzt bei Wash, klar, ist halt dünner wie eine normale Base. Also das ist extra eine Wash, ne? Ja. Diese, ja, ich sehe es gerade. Früher gab es ja Inks, mittlerweile sind es ja fast nur Washes. Wie gesagt, die Washes kann man auch selber erstellen. Es ist einfach nur die Frage des Handlichkeit und Nutzung. Ne? Ja, genau, mit diesem Lamia Medium. Genau. Das habe ich auch hier irgendwo rumfliegen. Ah ja, genau, da an der Seite steht's. Operator hat technische Probleme? Ja. Oh oh. Mal los. Ich habe die Quelle des Geruchs gefunden. Oh oh, was ist für Geruch? Ich weiß nicht, wenn du hier reinkommst. Es roch etwas. Ja, ja? Ja. Oh nein. Oh no, was passiert? Also diese Festplatte hier glüht. Ah. Oh no. Aber ich habe doch noch eine. Oh no. Ich verstehe nur nicht warum. Danke dir. No problem. Also ich sehe schon, ich muss über kurz oder lang mal mein Pinselset irgendwie ein bisschen auffrischen. Also wie gesagt, was ich dir auf nächstes auf jeden Fall bereiten kann, ist die Da Vinci Sets. Mhm. Wenn du damit dann klarkommst, dann kannst du auf die Winstons dann umsteigen. Da Vinci ist ein wunderbarer, gerade die Rotmalerpinseln sind sehr gut. Und das muss ich mir merken. Also wie gesagt, gerade die Winstons sind halt vom Preisklasse, also das ist momentan so der Vergleich, also Mittelklasse oder ja, High-End. Wobei sie langsam mit ihren Qualitäten leider nachlassen. Da gibt es ein paar Probleme bei Winston. Ist das Echthaar oder Synthetik? Nee, das ist Echthaar. Das ist echt, ja. Mhm. Der Witz an der Geschichte mit Pinseln, ich fange ja jetzt hier mit den Miniatures an. Pinsel für mein Gesicht, bin ich auch sehr wählerisch. Pinsel für das Gesicht, okay. Für mein Gesicht, also
Da, das ist tatsächlich auch so sowas. Also da bin ich, da, deshalb kann ich mit dieser Echthaar-Synthetik-Haar da, ja. Wobei ich dazu sagen muss, es gibt tatsächlich im Bereich Make-up-Pinsel, jetzt mal so ganz weit ausgeholt, gibt es aber tatsächlich mittlerweile auch Synthetika, die wirklich top sind. Also die echt, echt, echt gut sind. Da bin ich mal gespannt. Ja, voll krass. Wir haben also schon ein bisschen was geleistet. Jetzt muss ich dazu sagen, bin ich natürlich nicht weiter als vorher auch. Nein, das ist aber überhaupt nicht schlimm, weil zum Beispiel gerade das, also das war es jetzt allein schon wert mit dem Holz, das finde ich halt super cool, das werde ich auch definitiv bei dem Teil hier wirklich durchziehen. Bei den anderen werde ich es einfach ein bisschen, aus Zeitgründen, einfach ein bisschen abspecken, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, der Stoff, das finde ich, also das finde ich arschgeil. Vor allem, das ist, was mir da jetzt auch auffällt, das glänzt, ne? Also jetzt, ja klar, es ist noch feucht, ne? Aber trotzdem. Wenn du es, selbst wenn du es matten willst, gibt es ja, von Satin Varnish gibt es auch matt Varnish, wo du Blatt, einfach drüber gehst, ja, und dann wird es halt matt. Ja, das finde ich halt auch sau cool. Auf der Haut wird, ist das aber auch, das sieht man so schön, dass das halt echt eine glänzige Farbe ist. Und das finde ich in dem Fall tatsächlich ganz cool. Weil das gibt einfach, also das hat dem Stoff jetzt wirklich Power gegeben. Ja. Ne? Und das wollte ich eigentlich haben, weil ich habe das schon auf der Packung gesehen, dass das so meine Farbe ist. Ja. Ich bin halt echt hier so mit diesem Pops in D&D. Mhm. Stimmt. Kannst du vielleicht erklären, ein Pops in Logo irgendwo mal. Genau. So klein. Nur das S. Nur hier das. Nur das S? Nur das S. Ah. So ganz klein. Hier unten rein. So. Da unten rein. Du weißt, dass es da ist. Kein Mensch, kein was Mensch weiß, was du weißt, dass es da ist. Ja. Okay, so, wie viel haben wir? Ja, ich glaube, es ist eine gute Zeit. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Ich gehe mal stark davon aus, no. Question and Answer Runde, genau. Bob Ross Referenz? Ich kann das überhaupt nicht. You don't know Bob Ross? Okay, I'm just checking. Some people, I don't know. Okay. Kennst du Horst Jost? Natürlich. Unser Operator hat einen Horst Jost Malknipsche bekommen zur, wir machen immer so Wischelaktionen auf der Arbeit. Und er hat einen echten, sieht aus wie ein Buttermesser. Horst Jost Mohlknipschen. Genau. Ich Horst Jost Mohlknipschen. Genau. Er hat einen echten Mohlknipschen-Dreh. Superschön. Ja. Hat er auch schon ein Flugzeug gemalt? Mit dem Mohlknipschen? Das weiß ich nicht. Da muss man ihn fragen beim nächsten Mal. Lieber Alex, ja? Wir möchten das Mohlknipschen beim Einsatz erleben. In Aktion, jawohl. In Aktion. An der Sarkon, im Livestream. Es ist Law eine Freude. Es ist ja eine Freude. Ja, also. Alright. Macht ihr Tabletop-Turniere? Ja, es wird auf der Sarkon auf jeden Fall Infinity geben. Es wird Warhammer geben. Ja. Es gibt auch eine große Apokalypse-Schlacht, glaube ich. Tune in and find out. Ja. Also das Programm wird noch aktualisiert in der nächsten Zeit. Da kommt noch ein bisschen was auf euch zu. Definitiv. Auf jeden Fall. Da veröffentlichen wir noch was zu. Aber noch was. Die coolen Sarkon Flyer liegen überall da aus, wo es auch City Cards und natürlich die Pop-Scene gibt. Und das Tolle an den diesjährigen Sarkon Flyern ist, ich habe jetzt keinen mehr hier rumfliegen, sonst hätte ich euch einen gezeigt. Da ist nämlich auf der Rückseite dieses tolle D&D-Logo drauf. Wow. Und noch einen Hinweis darf ich geben. Der liebe Markus hat endlich dafür gesorgt, dass unser Shop online geht, weil wir wurden mehrfach darauf angesprochen, dass, wo man diese T-Shirts kriegt. Und wir machen das jetzt auch so, also wir werden das jetzt auch so machen, dass man diese T-Shirts tatsächlich so, wie ich es jetzt hier trage, personalisieren kann. Das heißt, ihr könnt demnächst eure persönlichen Popscene D&D T-Shirts haben. Wir haben heute noch ein Fotoshooting übrigens für den Shop gemacht. Im Schweiße unseres Angesichts.
Was für mich besonders schlimm war, weil ich hasse Fotos von mir. Der Tobi hat das super really? Toll gemacht. Und ja, it only took like 2 hours or so. Only two hours of perfect picture. And, ja, Nikis einziger Kommentar dazu war, we'll fix it in Photoshop. Welche Größe gibt es die T-Shirts? Gibt die auch in Bärengröße? Ah ja, genau, gibt es die in Bärengröße? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt sie bis 4XL, sagt ein lieber Shop-Besteller. Hm. Bis 4XL. Also selbst wenn es in der Größe, in unserer Größe gibt, ich kann uns, wenn sie uns Erlaubnis machen, ein paar machen in unserer Größe. Erlaubnis erteilt. Juhu. Offiziell Erlaubnis erteilt. Juhu. Ich krieg sowieso noch ein T-Shirt von dir. Ja, die ist auch in Arbeit. Die ist seit 7 Monaten. Das ist echt 2 Jahre schon. Ja. Echt? Ja. Wirklich? Ja. Oh. Ich habe irgendwie 7 Monate im Kopf. No. Echt nicht? No. Seit 2 Jahren? Echt? Ja. Sehr bald. Yes. Sehr bald. Sehr bald. Sehr bald. Es ist nicht für mich. Ist es ja, sehr bald. Okay. Ja. Okay. Ja. Okay. Remind me. Please remind me. Don't burn it again. No, wirklich. Du musst mich bei sowas einfach... Ständig du nervst mich nicht damit, sondern du... Ja. I remind you. I forget to wear the same color socks. 4 a.m. every morning. Maybe not 4 a.m. Maybe 4. I don't think you're going to get up at 4 a.m. For this? Sure. Really? Yes. Challenge accepted. Okay, where's my phone? Jochen, stell den Wecker auf 4 Uhr. Ja, genau so. Ich habe da so eine Planungs-App. Ah, der schickt automatisch Nachrichten. Yes. Nee, automatisch zählt nicht. Wir haben nur gesagt um 4 Uhr. Du musst die schicken. Ich muss? Du musst die schicken. Und also Automatismus ist zwar schön, aber nicht bei sowas. Nein. Okay. Ich personalisiere die. Ja. Okay. Ja. Ich komme zu dir in den Stream. Yes, ma'am. Du bist jederzeit herzlich eingeladen, vor allem wenn ich nicht hier Zeitdruck habe. und ansonsten, wann ist bei dir der nächste Stream? To be continued. To be continued, okay. Also, ihr kriegt es auf jeden Fall, das Baby-Enthüllung? 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 Wer hat das geschrieben? Baby-Enthüllung? Okay, gut. Ja, das klären wir später, keine Ahnung. Oh, okay. Also, I'm not pregnant. Dear God, no. Also, das muss ich jetzt übrigens nochmal sagen, ne? Nur weil ich diese blöde Bluse in diesem Kosmos-Ding sie anhatte, ich shake jetzt auch. It's okay, you can show it. It's okay. Ja, okay, gut. I'm the pregnant one. Anna. Also, ja? Es ging nicht so nicht. Okay, dann ist alles gut. Nein, also... Du bist doch doof. Gott sei Dank. Ey, Gott sei Dank ging es einmal nicht um mich, ey. Nee, okay, kommen wir zu den wesentlichen Dingen. Also, wir werden auf jeden Fall... Ich bin nicht schwanger. Also, wir werden ankündigen, wann unser nächster... Also, mein nächster Stream ist, wann unser nächster Stream ist, wann dein nächster Stream ist, wann... unser bei dir's nächster Stream ist. When we do it with the brushes. Jetzt sag es dem Brian. Hallo? Sag es dem Brian da. Hä? Um was geht's denn mit dem sag es dem Brian? Hä? Sagt das Brand, das war eine kleine Ansage von Red. What? Mental high five, my friend. Mental high five. Ich stehe völlig auf dem Schlauch. Red bekommt eine Junge. Oh mein Gott, da oben steht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also hoffentlich bedeutet das, oder er hat einen Babypenis. Moment, das dauert aber noch ein bisschen. Ja, aber er bekommt, dann haben sie anscheinend raus, ja. Also entweder bekommt Red selber eine, oder... Oh mein Gott! Congratulations! Yeah. Ja. Red, no. Ja.
You know, and you know why fathers are always happy they have boys? Because they don't have to worry about other boys? Kind of, but there's a better way of saying that. There's only one dick they have to worry about. Yes. So true. Du bist der Fortune Cookie. Ja, leider schon. Leider. Okay, bringen wir das Ganze jetzt mal zu einem Ende, um Gottes Willen, ne? Dass der Operator auch mal ins Bett kann. Also, wie gesagt, wir kündigen alles an. Schaltet vor allem am Sonntag ein, ne? Um 19 Uhr am Sonntag hier auf Twitch. Ihr könnt Karten gewinnen, 4 Stück für Exit Adventures. Dafür müsst ihr einfach nur in den Chat in Großbuchstaben posten, Exit. Wobei wir dazu sagen müssen, es müssen keine Großbuchstaben sein, einfach nur das Wort Exit, weil wir haben das anscheinend verschiedenartig kommuniziert. Also im Channel beim Zuschauen. Genau, während des Zuschauens das Wort Exit in den Chat posten und dann seid ihr im Lostopf. Und dann geben wir das zeitnah bekannt, nicht wie manch andere. Und ja, okay, dann wünschen wir...